Ja, hallo. Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntag auf den Tux-Tagen. Mein Name ist Maren Hachmann und ich möchte euch jetzt in zwei kurzen Dreiviertelstunden-Blöcken einmal vorstellen, was es so besonders Tolles gibt in Inkscape 1.3. Das ist nämlich die aktuelle Inkscape-Version. Okay, dann legen wir los. Und zwar, ihr seht hier, ich habe die Präsentation hier schon sozusagen in Inkscape geöffnet und ihr könnt hoffentlich auch alle sehen, wie hier mein Mauszeiger sich bewegt und ihr könnt hoffentlich auch alle sehen, welche Tastaturkürzel ich drücke hier unten auf dem Keymon-Indikator. Achso, und das da kann ich mal wegmachen, das stört. Genau. Und nur mal zum Check. Vielleicht kann mir einer der Moderatoren das irgendwann nochmal unauffällig sagen, ob die Framerate auch einigermaßen okay ist. Denn gestern war bei einer der Präsentationen die Framerate irgendwie bei 1 pro Sekunde. Da müsste ich mein Vortragsvorgehen etwas anpassen. Okay, super, danke. Gut. Dann legen wir wirklich los. Und zwar Inkscape. Was ist Inkscape? Wenn ihr diesen Vortrag euch ausgesucht habt, dann werdet ihr wahrscheinlich das schon grob wissen, was Inkscape ist. Also Inkscape ist eine Software, um Vektorgrafiken zu erstellen. Und zwar mit der Hand. Im Moment nicht automatisiert, keine KI, kein gar nichts. Alles reine Handarbeit. Inkscape ist in diesem Jahr am 6. November 20 Jahre alt geworden und das wollen wir auch noch feiern. Und genau, dann erzähle ich aber noch mal, was Inkscape eigentlich wirklich ist. Also ihr könnt damit Vektorgrafiken erstellen. Inkscape ist eine freie Software. Man kann sie kostenlos runterladen auf der Inkscape.org-Webseite für Linux, für Windows, für macOS, also für alle drei großen Betriebssysteme, für die Desktops, fürs Handy und Tablets gibt es das nicht. Inkscape verwendet ein Dateiformat, was standardisiert ist, und zwar das SVG-Dateiformat. Und das hat zur Folge, dass ihr tatsächlich diese Dateien, die ihr mit Inkscape erzeugt, mit allen möglichen anderen Programmen auch einfach öffnen könnt. Und sogar, weil es sich dabei um einfache Textdateien handelt, diese auch mit der Hand bearbeiten könnt, wenn ihr das möchtet. Diese SVG-Dateien kann man auch einfach, ohne irgendwie sie nachzubearbeiten, im Internet einbinden, also als Webgrafiken verwenden. Es gibt viele Geräte, auf die man einfach auch plotten kann und man kann mit Inkscape auch ganz viele Dinge machen, die man dann später ausdrucken möchte. Zum Beispiel Broschüren, Poster, was weiß ich, Banner. Und ihr seht hier im Hintergrund zum Beispiel dieses riesengroße Inkscape-Banner. Das ist natürlich auch in Inkscape erstellt worden. Inkscape hat eine sehr aktive internationale Community, bestehend aus Leuten wirklich aus aller Herren Länder. Vor allem im Bereich der Übersetzung kann man es dann sehen, von woher überall unsere Nutzer kommen. Die helfen einander auch sehr viel gegenseitig, sind sehr freundlich und es macht eigentlich einfach Spaß, da auch mitzuarbeiten. Die aktuelle Version, die 1.3, ist im Juli erschienen, also ist schon ein bisschen abgehangen, muss man sagen. Das heißt, dieser Vortrag ist eigentlich nicht ganz taufrisch, aber andererseits auch wieder ganz aktuell, weil nämlich am 18. November schon die 1.3.1 erscheinen soll. Und die wiederum ist eigentlich sehr zu empfehlen, um es mal so auszudrücken. Die 1.3 hat so ein paar Bugs, die dazu führen, dass manche Sachen halt nicht ganz perfekt funktionieren von den neuen Dingen. Und die 1.3.1 bügelt davon extrem vieles aus. Das heißt, es lohnt sich sehr, sich das, wenn einem
die 1.3 vielleicht nicht zugesagt hat oder wenn man die 1.3 vielleicht auch für sein eigenes Betriebssystem so nicht direkt bekommen hat, sich dann aber doch die 1.3.1 zu holen, sobald die erschienen ist. Genau, Inkscape wird 20 und am selben Tag feiern wir auch eine kleine Online-Party. Ihr seid dazu alle ganz herzlich eingeladen. Folgt unseren Social-Media-Kanälen, um herauszufinden, wann genau das stattfindet. Ich glaube um 12 Uhr UTC. Das müsste jetzt plus 2 oder plus 1 sein. Also entweder um 1 oder um 2 fängt der erste Teil an und dann nochmal um 6 oder um 7. Ich weiß nicht mehr genau. Müssen wir gucken. Also folgt den Social-Media-Kanälen und da kriegt ihr aktuelle Infos, wann es losgeht mit der Party. Da erfahrt ihr dann auch so Hintergrundgeschichten zu Inkscape und was Leute Tolles mit Inkscape machen. Und ja, vielleicht müsst ihr auch selber mal was erzählen. Wenn ihr was zu erzählen habt, kommt gerne auch vorbei. Genau, die Version 1.3 wurde jetzt seit Juli schon über 2 Millionen mal runtergeladen. Ich glaube, mittlerweile sind wir bei 2,3 Millionen Downloads ungefähr. Das schließt aber noch nicht ein, die Downloads aus dem PPA, das heißt dieses Ubuntu-Archiv, aus dem Windows Store und von den einzelnen Distributionen, die das natürlich selber paketieren. Also könnt ihr da noch eine ganze Menge Downloads draufschlagen und dann wisst ihr, Inkscape ist total beliebt. Okay, so, für die nächsten Folien, wo ich hier jetzt nicht einfach nur rede, sondern euch auch was zeigen will, würde ich mal das Bild ausmachen. Ich mache mal eben schnell die Kamera zu und mache sie auch gleich aus. Und dann mal gucken, dass ich auch das Richtige mache. Ja, genau, denn dann kann ich euch hier, könnt ihr euch besser konzentrieren auf das, was eigentlich wichtig ist. Und ich kann gelegentlich auch mal ein bisschen komisch gucken, wenn ich verkrampft auf meine Inkscape-Oberfläche schaue. So, und zwar geht es gleich los. Ich habe hier so eine Reihe von Folien vorbereitet. Wir haben insgesamt, ach so, vielleicht sollte ich euch das noch erzählen, wir haben insgesamt 90 Minuten, die ich euch das zeigen kann. Und ich mache nach ungefähr 45 Minuten eine Pause von 10 Minuten. Da könnt ihr alle mal austreten oder euch was Kleines zu essen gönnen oder irgendwas. Und dann treffen wir uns hinterher wieder hier. Genau, aber jetzt geht es erstmal los. So, und zwar eines der wichtigsten oder überhaupt das wichtigste und größte Highlight in der Inkscape 1.3 ist das Formerstellungswerkzeug oder auf Neudeutsch Shape Builder genannt. Das findet ihr hier gleich als drittes Icon, weil es so toll und so neu und so super ist. Es ist gleich an den Anfang gerutscht und es hat das Tastaturkürzel X bekommen. Wenn ihr dieses Formerstellungswerkzeug verwenden möchtet, dann müsst ihr dazu erstmal Objekte auswählen. Wenn ihr das nicht macht, passiert nämlich Folgendes. Bitte zuerst Objekte auswählen, die mit dem Formerstellungswerkzeug bearbeitet werden sollen. Genau, also ihr wählt euch was aus und dann könnt ihr mit diesem Werkzeug die einzelnen Flächen, die hier enthalten sind, also was es euch dann zeigt, ist quasi sämtliche durch Linien in der Auswahl oder durch Pfadgrenzen in der Auswahl begrenzte Flächen. Die werden euch hier angezeigt und immer wenn ihr mit der Maus drüber geht, wird euch die Fläche so ein bisschen hervorgehoben in hellblau, zumindest im Standardmodus. Und neben dem Mauszeiger steht so ein kleines Plus. Das heißt, wenn man diese Fläche dann auswählt mit einem Klick, dann wird diese Fläche im Endergebnis der Formerstellung enthalten sein. So, die möchte ich jetzt eigentlich gar nicht drin haben. Das heißt, ich mache nochmal rückgängig. Und wenn ihr also klickt und zieht, dann könnt ihr sogar Flächen miteinander verbinden. Und ich mache das hier jetzt mal und verbinde
diese Fläche und diese Fläche, vielleicht so. Und dann nochmal diese drei und dann nochmal das hier. Und vielleicht so und so und so. Und jetzt, wenn ihr fertig seid damit, klickt ihr auf Abschließen oder ihr benutzt die Enter-Taste. Oder ihr wechselt einfach zu irgendeinem anderen Werkzeug. Das geht genauso gut. So, was dann überbleibt, sind genau die Flächen oder Objekte, die ihr vorher ausgewählt habt. Und das Schöne ist, die behalten dabei auch ihre Farbe, wenn das irgendwie möglich ist. Und zwar, wenn wir nochmal zurückgehen, bekommen sie die Farbe von dem Stück, von dem ihr angefangen habt zu ziehen. Das heißt, wenn wir das nochmal machen, einmal alles auswählen und jetzt zum Beispiel nur von dieser Farbe hier anfangen zu ziehen. So. Dann ist alles eine Farbe, weil es ist ja nur ein einziges Stück. Und dann habt ihr hier eure Seerose oder was auch immer das sein mag. Ich denke mal, es ist eine Seerose. Genau. Genau, richtig. Das ist beabsichtigt. Ich hoffe doch, sie ist auch ganz aus. Genau. Und was wollte ich sagen? Ihr könnt in diesem Werkzeug auch den Modus wechseln. Dann könnt ihr aus der Form, die da ist, Teile. Runterdrückt. Und dann seht ihr schon, hier verwandelt sich der Mauszeiger von einem Plus in ein Minus. Und die Farbe des Bereichs verwandelt sich von blau zu rot, zumindest wenn ihr den Mauszeiger kurz mal ruckelt, sonst nicht. Oder aber ihr könnt sogar ganz in den Entfernungsmodus schalten, dann ist es umgekehrt sozusagen. Dann fügt ihr Dinge hinzu, wenn ihr die Umschalttaste drückt und zieht Dinge standardmäßig ab. Das können wir mal im normalen Modus gleich einmal ausprobieren. Also, wenn ich zum Beispiel so habe und dann mache ich, weil das macht eigentlich keinen Unterschied, das ist ja auch gar nicht drin. So, jetzt habe ich dieses Stück hier abgezogen und erhalte hier zwei von diesen Schmetterlingsflügeln. Mal gucken, wenn wir in den anderen Modus wechseln, in den Abziehmodus und dann einfach nur mal hier was abziehen, zum Beispiel das und das und das. So, gucken, ob überhaupt was überbleibt. Ja, dann bleibt alles andere über. Und so könnt ihr euch dann eure verschiedenen Formen, die ihr haben wollt, mit diesem Werkzeug zusammenbasteln. Das heißt, ihr startet von zum Beispiel ganz einfachen geometrischen Formen. Ihr zeichnet ein paar Rechtecke, ein paar Kreise irgendwie übereinander oder so wie hier ein paar Ellipsen. Und dann könnt ihr mit der Maus da einfach drüber fahren und euch eure eigenen Formen daraus zusammenstellen. Genau. Das war das Formerstellungswerkzeug. Achso, und ich weiß gar nicht, ob irgendjemand euch das gesagt hat, aber theoretisch, wenn ihr wollt, könnt ihr auch zwischendrin Fragen stellen. Und ich hoffe, es reicht mir dann auch jemand die Fragen weiter. Gut, dann kommen wir zum nächsten Highlight. Passend zu diesem neuen Formerstellungswerkzeug gibt es auch ein paar neue Vorlagen. Und passend zu neuen Vorlagen gibt es auch noch gleich einen neuen Vorlagendialog obendrauf. Und zwar findet ihr den unter Datei, Neu aus Vorlage
oder auch im Willkommensdialog. In beiden gibt es die gleichen Vorlagen jetzt. Das war vorher nicht so. Da gab es unterschiedliche Vorlagen in Neujahrsvorlage und im Willkommensdialog. Und dann bekommt ihr hier so einen schicken Dialog zu sehen. Und in dem findet ihr Vorlagen für alle möglichen Zwecke nach Kategorien sortiert. Zum Beispiel hier gewöhnliche Druckformate, einfach Papierformate, Briefumschläge, Visitenkarten, was weiß ich, was man so braucht. Dann verschiedene Videoformate könnt ihr hier finden, von antiken Fernsehbildvideos bis hin zu Ultra-HD ist alles dabei. Dann gibt es eine sehr praktische Liste von verschiedenen Formaten für Social Media. Sollte euch irgendwo mal auffallen, dass eins davon nicht mehr passt, denn die ändern sich ja relativ schnell, dann sagt bitte gern Bescheid, damit wir das anpassen. Genau, und hier ist alles dabei, vom Facebook-Titelbild bis zur dynamischen LinkedIn-Anzeige, was auch immer das ist. Und Twitter heißt noch Twitter, aber ansonsten stimmen die Maße, glaube ich, da noch. Dann gibt es verschiedene Bildschirmformate, die sind teilweise ja auch identisch mit den Videoformaten, aber teilweise eben auch nicht. Hier ist dann auch sowas dabei wie fürs iPhone extra oder für die kleinstmöglichen Tablets oder das kleinste Smartphone mit 360x640 niedlichen Pixeln. Da gibt es also eine wunderbare Auswahl. Dann gibt es, ich überspringe das, was ich mir als letztes angucken will, gleich noch einmal. Ja, noch eine Kategorie andere. Da gibt es zum Beispiel Vorlagen für Icons oder für das selber zu erstellen von Mustern. Und dann gibt es noch eine benutzerdefinierte Kategorie, die enthält zum einen eure eigenen Vorlagen und dann aber noch so ein paar, die irgendwie nach Meinung der Entwickler nicht in die anderen Kategorien gepasst haben. Hier gibt es zum Beispiel auch eine Vorlage für den About Screen-Wettbewerb, also das Bild, was ihr hier im Hilfsdialog bei über Inkscape angezeigt bekommt. Okay, so, aber wir wollten ja jetzt hier mal die neuen Vorlagen sehen und hier seht ihr gleich schon eine ganze Liste an Vorlagen, die vorbereitet sind für dieses Formerstellungswerkzeug. Und ich habe gestern mal ein bisschen mit einigen davon gespielt, und habe mir diese hier ausgesucht, um euch das einmal zu demonstrieren. Und habe leider auch festgestellt, dass die nicht alle so perfekt, genau sind. Deswegen schiebe ich jetzt hier einmal diese Linie an die richtige Stelle. So, und um die Vorlagen richtig zu benutzen, müsst ihr einmal alles auswählen. Ich mache das mit Steuerung A und gehe dann in das Formerstellungswerkzeug. Und jetzt könnt ihr euch austoben und ich mache mal was passend zu den Tux-Tagen. So. Und so. Und so. So, und ihr erkennt schon, was es sein soll. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es gleich deutlicher. Den da hätte ich gern, genau. Und dann machen wir den noch weiß. Und ich glaube, jetzt könnt ihr alle erkennen, was es darstellen soll. Nämlich ein Pinguin. Juhu! Okay. Also mit Augen ist er wahrscheinlich ein bisschen besser. Upp. Upp. Gut, sieht ein bisschen gruselig aus. Aber ihr habt verstanden, was es soll und wie das funktioniert. Und das ist einfach, nehmen wir an, das ist so ein indianischer Totem-Pinguin. Gut, zu damit. Brauchen wir nicht mehr. Und ihr habt's kapiert und verstanden, wie das funktioniert, denke ich. Dann schauen wir uns mal den nächsten Punkt an. Mal gucken, was da als nächstes Highlight rauskommt. Oha, ja. Und zwar
gibt es in Inkscape auch zwei neue Pfadoperationen. Nicht nur hier dieses Formerstellungswerkzeug. Ach so, übrigens in der Original 1.3 ist das Formerstellungswerkzeug schwierig zu benutzen, weil es Unmengen von Knoten erstellt. Da ist irgendwie ein Problem mit dem Divisionsalgorithmus, den die da hatten. Das ist in der 1.3.1 behoben. Also wenn ihr das deswegen nicht benutzt habt, weil es euch unbrauchbare Ergebnisse geliefert hat, könnt ihr das in der 1.3.1, also ab 18. ganz beruhigt verwenden, ohne dass es euch irgendwelche Kopfschmerzen beim Nachbearbeiten bereitet. So, also neue Pfadoperationen. Und zwar findet ihr die. Oh, auf der falschen Ebene gelandet. Moment, haben wir gleich. So, besser. Und zwar findet ihr diese neuen Pfadoperationen hier im Menü Pfad. Und da gibt es Pfadaufspalten. Nee, Pfadaufspalten gab es schon. Pfad zersplittern. Und Pfad aufs Sichtbares reduzieren. Und nachvollziehen könnt ihr das gleich einmal, wenn wir die Ansicht vorher mal ändern. Und zwar Anzeigemodus stelle ich mal kurz auf Konturen überlagern. Und dann seht ihr, dass diese Ansammlung von Objekten, die ich hier unten habe, aus ganz vielen Kreisen besteht, die so überlappend übereinander gelegt sind. Okay. Ansicht wieder normal. Und was Pfad zersplittern macht, ist, dass es diese Kreise in genau die Flächen zerlegt, die wir eben sehen konnten in diesem Ansichtsmodus. Das heißt, jede Überschneidung erzeugt eine neue Fläche. Und wir machen das mal. Pfad zersplittern. Und da seht ihr, dass ihr jetzt alles zu sehen bekommt, was sozusagen da ist, als ob es ein Pfad geworden wäre. Aber all diese einzelnen Teile könnt ihr jetzt hier so rausnehmen. Und wie ihr seht, gucken, ob ich nochmal so einen da rausnehmen kann. Ja, genau. Könnt ihr jetzt all diesen einzelnen Teilen eine eigene Farbe geben? Ihr könnt all diese einzelnen Teile irgendwo anders hinschieben und weiterverwenden. Oder ihr könnt sie hinterher auch miteinander vereinigen und zu einer Form machen, wenn euch das besser gefällt. Das geht alles. Und was euch wahrscheinlich noch aufgefallen ist, ist, dass es statt vorher irgendwie fünf verschiedene Objekte oder nee, wie viel waren das? Acht, glaube ich, Kreise waren es, die da übereinander lagen. Dass es stattdessen, oder ich, nee, sogar neun, dass es stattdessen also keine Überlappungen mehr gibt. Das heißt, jeder Splitter von diesem Pfad zersplittern liegt einzeln. Darunter gibt es nichts mehr aus diesem Objektverbund. So, wenn ich das jetzt ganz rückgängig mache, dann probieren wir nochmal Pfad auf Sichtbares reduzieren. Und das ist eine Funktion, die ganz besonders nützlich ist, wenn ihr plottet, also wenn ihr Dinge ausschneidet, aus Papier zum Beispiel, dann möchtet ihr ja wahrscheinlich, dass die einzelnen Flächen, naja, einzeln ausgeschnitten werden. Ja, mal gucken. Ich zeige es einfach mal. Vielleicht ist das, glaube ich, sinnvoller als meine komische Erklärung. Und zwar seht ihr hier, dass es eigentlich genauso aussieht wie vorher, aber es besteht nicht mehr aus sich überlappenden Flächen, sondern aus Flächen, die einfach nebeneinander liegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen rausziehe oder noch einen und noch einen, und noch ein. Jetzt kann man all diese Flächen zum Beispiel einzeln aus einem Stück
Papier oder einem Stück Folie oder irgendwas ausschneiden und kann da verschiedenfarbige Folien machen. Und was weiß ich, schicke Postkarten damit kleben oder das auf ein Auto pappen oder was weiß ich, was ihr so macht damit. Da gibt es ja endlose Möglichkeiten. Okay, das war die zwei neuen Pfadoperationen in Xscape 1.3. Dann gibt es eine weitere sehr praktische Funktion hier in der 1.3, und zwar die Möglichkeit, Rastergrafiken tatsächlich und in echt zu beschneiden. Vor Inkscape 1.3 gab es nur die Möglichkeit, einen Ausschneidepfad zu setzen, und dann war zwar die Grafik quasi, also alle Bereiche der Grafik, die außerhalb des Ausschneidepfades liegen, waren dann nicht sichtbar. Ich kann das ja mal hier zum Spaß machen. Objekt Ausschneidepfad freigeben. So, und ihr seht, hier sind nicht nur die Pilze drauf auf dem Bild, sondern hier ist irgendwie ein hässliches Haus im Hintergrund und ein schrummeliger Busch und noch ein paar Blätter und Rasen und was weiß ich was. Und das sieht eigentlich gar nicht so schick aus. Und wenn ich jetzt hier den Ausschneidepfad drüber setze, so, dann sieht man nur noch die Pilze, und genau das wollte ich haben hier für mein Spotlight. So, wenn ihr jetzt aber vielleicht nicht möchtet, dass andere Leute später sehen können, was da sonst noch so auf eurem Foto gewesen ist, oder wenn das Foto eigentlich ziemlich groß ist und ihr lieber möchtet, dass ja, dass die Datei eben nicht so groß wird, dann könnt ihr das auch tatsächlich und in echt ausschneiden lassen. Und zwar wird alles andere in dem Bild, Bilder sind ja nun mal leider immer rechteckig, wird alles andere dann durchsichtig, was außerhalb der Ausschneidemaske liegt. Und es wird auf die Größe zurechtgeschnitten, die auch tatsächlich nur benötigt wird. Das heißt, wir machen das mal. Bild auf Ausschneidemaske beschneiden. Mit Rechtsklick könnt ihr das aufrufen. Schwupp. Und ihr seht, dass ihr nichts seht, außer hier unten ein Bild zugeschnitten, 7 Megabyte hinzugefügt. Das ist in diesem Fall so, weil ich das Bild vorher außerhalb der Datei hatte. Das heißt, es war nicht eingebettet in die Datei, sondern es war nur verlinkt. Und es war eigentlich 16 Megabyte groß. Also von daher sind das schon von 16 auf 7 ist schon eine ordentliche Reduktion. Wenn man jetzt die Ausschneidemaske wegmacht, warum auch immer die überhaupt noch da ist. Ach, guck mal, ist sie immer noch da, aber immerhin ist das Bild auf diesen Bereich zugeschnitten. Okay, also ist nicht ganz so, wie ich versprochen habe, leider. Ich dachte. Und setzen. Und da ist es wieder. Und damit habt ihr dann zumindest ein bisschen von dem Bild verloren. Und zum einen können Leute eben nicht mehr alles sehen, was in dem Bild drin war, wenn sie die Datei aufmachen. Und zum anderen wird die Datei dadurch kleiner. So, dann kommen wir zum nächsten Highlight. Oh ja, das ist was Schönes. Und zwar der Mustereditor in Inkscape 1.3. Ist wirklich schick. Und zwar könnt ihr jetzt Muster parametrisch bearbeiten. Das war ja vorher nicht der Fall. Ihr wählt dazu also ein Objekt aus, das ein Muster hat. Ich habe mir mal mit Steuerung Klick direkt dieses Quadrat ausgewählt, was das Geschenk ausmacht. Und dann öffnet ihr den Füllung- und Konturdialog. Und da seht ihr jetzt schon hier was ganz Neues, was es vorher nicht gab. Und das ist der Mustereditor. Und zwar schieben wir das mal wieder hier hin, damit man das richtig sehen kann. So.
Und zwar könnt ihr hier sehen, welches Muster da gerade angewendet ist. Da das weiß ist, weiß auf weiß, sieht man nicht so toll. Also weiße Schneeflocken auf weißem Hintergrund. Ne? Suboptimal, aber zumindest sind sie hier zu sehen, sie sind ausgewählt. Hier kann man sehen, welche Muster alle in meinem Dokument verwendet werden. Und hier kann man dann eine Auswahl treffen, welches Muster man haben möchte. Die Muster sind jetzt nach Kategorien sortiert, das heißt, man kann sich zum Beispiel alle anzeigen lassen. Gibt es hier eine ellenlange Liste mit Mustern? Sind auch viele neue dazugekommen in der Inkscape 1.3. Oder man kann dann halt auch sich das einschränken lassen, zum Beispiel auf asiatische Muster. Und sowas würde ja sehr gut passen für dieses rote Geschenk. Zum Beispiel nehmen wir mal das hier. Das ist doch schick. So ein Geschenk möchte man doch bekommen. Okay, wenn euch jetzt aber zum Beispiel die Farbe des Musters nicht zusagt, dann könnt ihr bei einigen Mustern die Farbe tatsächlich auch verändern. Bei diesem hier bin ich mir nicht sicher, ob das geht. Genau, das ist ausgegraut, das geht nicht. Die haben nämlich automatisch einfach eine rote Farbe, es funktioniert nicht. Aber wenn ihr zum Beispiel, welches nehmen wir denn mal? Naturmuster. Genau, zum Beispiel hier Schuppenblümchen. Wenn ihr hier Blümchen nehmt, also Hibiskusblüten, dann ist dieser Farbeknopf hier nicht mehr ausgegraut und ihr könnt euch tatsächlich eine Farbe aussuchen für euer Muster. Das ging vorher nicht, da musste man immer eigene Muster erstellen. Aber jetzt funktioniert das einfach so. So, und schon sind meine Hibiskusblüten gelb-orange. Und jetzt kann ich sogar hier die Breite und die Höhe einstellen. Also 1 ist sozusagen der Standardwert, 100%, und ich kann das Muster verkleinern. Hier scrolle über dem Feld, dann werden die Blüten immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Das kann ich lange machen. So zum Beispiel würde mir gefallen. Ich kann aber auch, wenn mir diese Farbe, Quatsch, dieses Seitenverhältnis nicht gefällt, dann kann ich das auch ändern. Das ist bei dem Muster jetzt nicht so eindrucksvoll. Nehmen wir mal lieber dieses hier. Okay. So, machen wir auch mal die Schuppen gelb. Oh, nicht grün, lieber so ein bisschen. Genau. Jetzt haben wir hier also leuchtend gelbe Schuppen. Ich kann die kleiner machen, ich kann aber auch das Seitenverhältnis ändern. Und dann kann ich zum Beispiel besonders spitze Schuppen kriegen. Irgendwann sieht das dann auch ein bisschen aus wie Federn zum Beispiel. Oder ich kann besonders breite Schuppen kriegen und dann kriege ich eher sowas wie Schlangenhaut. Und hier sind wir wieder bei den Drachenschuppen. Ich kann außerdem den Winkel des Musters hier ändern, indem ich hier an diesem kleinen Slider ziehe, an diesem Verschieberegler. So, also wenn wir das Muster mal richtig rum ausrichten wollen, vielleicht so ein bisschen schräg, geht das. Ihr könnt aber auch einfach den Winkel hier eingeben und dann gibt es die Möglichkeit, einen Abstand zwischen den einzelnen Muster Kacheln einzustellen und ihr könnt die sozusagen in Reihen aufspalten. Das heißt, ihr könntet auch so einzelne Musterreihen bekommen. Das ist jetzt bei diesem Muster vielleicht eher weniger spannend. Entschuldigung. Aber es gibt ja auch noch andere Muster, bei denen das vielleicht interessanter ist, wenn man die so ein bisschen auseinanderzieht in Reihen und Spalten. Außerdem könnt ihr noch das Muster etwas verschieben. Das heißt, wenn euch der Ort, die Lage des Musters noch nicht so perfekt gefällt, ihr das jetzt zum Beispiel genau mittig ausrichten wollt auf eurem Dings, auf eurem Bild, dann könnt ihr hier am Versatz X und Versatz Y ein bisschen drehen.
um die richtige Position eures Musters zu finden. Genau. Und das war sämtliche Funktionalität des Mustereditors. Und das ist doch echt eine ziemlich schicke Sache. Vor allem, dass man diese Farben endlich ändern kann, ist super. Also das ist wirklich das Beste an der Sache. Es geht, wie gesagt, nicht bei allen Mustern, aber beim allergrößten Teil. Da kann man einfach die Farbe anpassen und dann muss man nicht mehr sich ein eigenes Muster erstellen, nur um die Farbe zu ändern. Gut. Und wo wir gerade bei Mustern sind, kommen wir zum nächsten Highlight. Und zwar gibt es auch die Möglichkeit, Muster jetzt auf der Arbeitsfläche zu bearbeiten. Und zwar geht ihr dazu folgendermaßen vor. Also das konnte man ja schon vorher. Aber wenn man früher ein Objekt mit einem Muster ausgewählt hat, so mal gucken, ja, jupp, genau das. Dann gab es irgendwo auf der Zeichenfläche Musteranfasser. Und die konnten ganz am Ende der Welt sein irgendwie. Und man hat sie oftmals gar nicht richtig gefunden. Jetzt ist das sehr viel einfacher. Wenn man nämlich jetzt hier aufs Knotenwerkzeug wechselt, dann kann man überall in dieses Muster reinklicken. Und überall bekommt man die Musteranfasser. So, ich mache das mal hier. Und hier seht ihr, das Muster besteht, also eine Musterkachel besteht aus so einem Pfeil eigentlich bloß. Und jetzt könnt ihr daran einfach ziehen und drehen und machen und tun. Und ich mache es mal ein bisschen kleiner, damit ihr das Kleid auch in seiner Ausdehnung seht. Und damit könnt ihr hier eure Klamotten umdesignen. Von grobem Zickzackmuster über feines Zickzackmuster. Also es geht normalerweise ein bisschen schneller, aber meine Datei ist hier halt echt irre groß und ich habe Einrasten aktiviert. Das muss ich auch mal ausmachen. Zu so einem relativ flachen Zickzackmuster. Oder ihr könnt das dann auch so machen. Und dann gibt es einen Anfasser, mit dem ihr das Muster drehen könnt. Den runden. Und es gibt einen Anfasser, mit dem ihr das Muster verschieben könnt, was jetzt bei dem Muster natürlich nicht so einen Effekt hat. Aber wenn es jetzt irgendwie sehr viel größer wäre, machen wir mal riesig groß, dann ist es ja vielleicht doch interessant und dann könnt ihr das ausrichten dahin, wo ihr es haben wollt. Ja. Und so könnt ihr aus einem Zickzackmuster eine Treppe machen oder irgendwelches anderes Grisselzeug und das ganz einfach auf der Arbeitsfläche, ohne dass ihr diesen Mustereditor zu Rate ziehen müsst und auch ohne, dass ihr irgendwo auf der Arbeitsfläche auf die Suche gehen müsst nach diesen blöden Anfassern. Denn sie sind einfach da, wo ihr hinklickt. Total praktisch. Echt super. Okay. So, dann bringt die 1.3 euch für den Ebenen- und Objekte-Dialog ein paar Änderungen. Und auf die haben sehr viele wahrscheinlich sehr lange gewartet, weil der Ebenen- und Objekte-Dialog in der 1.2 einfach Funktionalität geklaut hat, sozusagen. Ich mache den mal auf. So, denn was in der 1.2 leider nicht mehr gab, ist eine Suche. Das heißt, ihr konntet nicht filtern. Wenn ich jetzt aber hier filtere, kann ich meine Ebenen filtern und die richtige finden. Also ich habe das jetzt auf nur Ebenenansicht gestellt. Es gibt auch jetzt wieder die Möglichkeit, die Deckkraft und den Mischmodus direkt an der Ebene zu ändern. Das ist auch eine essentielle Geschichte. Früher war hier unten so ein Feld irgendwie, auf dem konnte man das alles einstellen. Das fehlte ja in der 1.2
Und jetzt ist es zum Glück wieder da. Und zwar hier gibt es so ein kleines Feld, so ein kleines Quadrat, das zeigt euch an, ob die Ebene komplett sichtbar ist oder nicht. Wenn ihr da draufklickt, bekommt ihr hier oben wieder den Deckkraft-Slider zurück und könnt die Deckkraft einstellen. Und ihr seht hier auf dieser Seite, dass diese Ebenen jetzt langsam aber sicher verschwinden, wenn ich Deckkraft runterregle. Wenn ich das jetzt verlasse, seht ihr hier, bleibt das Symbol da und ihr könnt sofort sehen, dass diese Ebene leicht durchsichtig ist. Das ist sehr praktisch, um zum Beispiel auch mal einen Fehler zu finden, weil man das halt einfach sofort sehen kann. So, ich stelle es mal wieder hoch. Und dann gibt es hier in diesem kleinen Pop-over-Dialog auch noch die Auswahl des Mischmodus von Normal zu allen Mischmodi, die so in Inkscape zur Verfügung stehen. Zum Beispiel, mal gucken, wo macht es denn überhaupt einen Unterschied? Zum Beispiel hier bei farbig nachbelichten. Bei den meisten macht es keinen großen Unterschied, weil einfach das kaum sichtbare Farben sind. Also auf weißem Hintergrund fällt das halt einfach nicht auf, wenn man da Mischmodi verwendet. Können wir gleich nochmal mit was anderem machen. Zum Beispiel, oder vielleicht sieht man es doch, wenn ich. Ah, ja. Gucken. Nee, okay, ist ja überall der weiße Hintergrund, das bringt nichts. Genau. Aber das ist zum Glück alles wieder zurückgekommen. Es geht ja dann doch nichts verloren. Und wenn genug Leute protestieren, dass ihnen was fehlt, dann werden es die Entwickler auch tatsächlich berücksichtigen. So. Und was es noch gibt, zusätzlich zur Suche, zur Deckkrafteinstellung, zu den Mischmodi, ist eine tolle neue Funktion. Und zwar, dass ihr Objekte einfach durch Klicken und Ziehen unsichtbar machen könnt oder abschließen könnt, sperren könnt. Und zwar zum Beispiel, wenn ich jetzt alle meine Ebenen entsperren möchte, dann kann ich das mit einem einzigen Klick machen. Und zwar klicke ich auf ein und ziehe dann einfach und dann sind sie alle entsperrt. Genauso geht es auch umgekehrt, klicken, ziehen und dann sind sie alle gesperrt. Mit der Sichtbarkeit geht das genauso. Klicken, ziehen und schon ist nichts mehr da. Und andersrum genauso. Meine Ablage blende ich mal wieder aus. Das ist eine sehr praktische Funktion, einfach die das Arbeiten doch deutlich schneller macht mit Inkscape. Dann gibt es neu eine verbesserte Tastaturbedienung dieses Ebenen- und Objekte-Dialogs. Und da muss ich selber mal gucken, weil ich das nicht so oft verwende. Aber ihr könnt. Oh, okay. Mein Wecker klingelt und sagt mir, die 45 Minuten sind rum. Dann mache ich das, den Ebenen-Objekte-Dialog noch zu Ende. Und dann geht es weiter im nächsten Teil. Also gucken wir uns das noch zu Ende an. Die Tastaturbedienung geht folgendermaßen. Ihr könnt mit. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, der Kontrast ist wirklich ganz gering. Hier gibt es so einen kleinen Ring quasi, mit dem man, der einem anzeigt, wo man ist. Einen ganz dünnen Ring, der einem das zeigt. Und zwar kann man mit den Pfeiltasten sozusagen die Spalte auswählen, die man bearbeiten möchte. Und die Zeile. Ihr seht jetzt im Moment einen Ring um das Kapitel, um die Ebene Seitennummern. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel Enter drücke, kann ich den Namen bearbeiten. Wenn ich also Umschalt und Pfeil hoch und runter drücke, kann ich die Ebene nach oben oder unten verschieben.
Und ich glaube, Enter bringt hier nicht so viel. Okay, aber die Leertaste. Genau, mit der Leertaste kann man zumindest die Sichtbarkeit umschalten und den Abschließstatus. Und wenn ihr den Dialog im Ebenen- und Objekte-Modus habt, dann könnt ihr auch mit Umschalt und Pfeil die gewählte Ebene ausklappen und einklappen und euch so durch den Dialog navigieren. Das ist sehr nützlich. Dann gibt es einen Vorteil und einen ganz wichtigen Vorteil in der 1.3.1, weshalb ihr eigentlich, also falls ihr die 1.3 noch nicht benutzt, solltet ihr auch wirklich gleich auf die 1.2.1 wechseln. Und zwar ist es so, dass in diesem Dialog in der 1.3, wenn man eine Ebene ausgewählt hat, wurde die gleich wie ein Objekt auf der Zeichenfläche ausgewählt. Und das ist sehr unangenehm, weil man dann nicht gleich in der Ebene zeichnen kann, sondern wenn man dann so eine Ebene ausgewählt hat und anfängt einfach zu zeichnen, dann zeichnet man sozusagen oberhalb der Ebene. Das heißt in der Wurzelebene, außerhalb der Ebenenstruktur. Und das ist nicht so toll. Es sei denn, man doppelklickt dann nochmal, um die Ebene zu betreten. Das war in der 1.3 nicht so toll gelöst. Jetzt kann man tatsächlich einfach einmal draufklicken, um die Ebene zu aktivieren, um da drin dann zeichnen zu können. Und wenn man dann noch ein zweites Mal klickt, dann wird sie auch tatsächlich ausgewählt. Ihr seht hier jetzt, dass meine Demo-Ebene hier jetzt ausgewählt ist und ich, genau, und hier so ein, um alle Objekte in der Demo-Ebene so einen Auswahlrahmen habe. So, genau, aber das will ich gar nicht. Und ich schalte mir das auch wieder um auf nur Ebenen zeigen. Ja. Das war der erste Teil. Wir sind immerhin schon bis Folie 8 gekommen. Den nächsten Teil, da werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen mehr beeilen müssen. Aber da gibt es auch ein paar Übersichtsfolien mit verschiedenen Sachen. Gut, dann würde ich jetzt, liebe Regie, 10 Minuten Pause machen. Seid ihr da? Super, dann machen Alles wir klar. Pause bis 15:20 Uhr ungefähr. Okay. Thank you.
So, da sind wir dann in dem so oft hier schon zitierten und angekündigten Beitrag zu Inkscape. Das, was wir da bis jetzt gehört haben, war ja schon, sagen wir mal so, ich denke mal, das, was wir uns da alle so drunter vorgestellt haben. Vielen Dank erst einmal bis hierhin, muss man ja so einfach sagen. Ja, spannende Sache. Wir haben ja gleich noch so ein bisschen. Wir sind ja noch nicht ganz so am Ende. Wir haben gerade in Track B den Linux-Arbeitsplatz auf die Reise geschickt. Der ist gerade gestartet. Dann haben wir hier gleich das Linux-Quiz, was noch folgt, wo ihr dann vielleicht so ein bisschen auch euer eigenes Wissen oder so ein bisschen da auch auf die Probe stellen könnt. Zu dem, was da vorbereitet wurde, einfach mal so ein bisschen gucken. Sean, wie sind denn Ja. momentan unsere Zuschauerzahlen? Wenn du da vielleicht mal das eine oder andere hast, dann ist das ja immer eine ganz interessante Sache. Dann bringe ich den Sean in mein Schwitzen, dann muss er Ach, nämlich mal ja. gucken. Aber ich habe es schnell zusammengezählt. Wir sind auf der Webseite insgesamt 110 und auf YouTube insgesamt 30. Das heißt, wir sind bei 140. Das ist eigentlich wieder ganz gut. Wir waren heute Morgen so, sind wir relativ schnell dann in die Hunderte aufgestiegen, so 100, 110. Und dann sind wir nach und nach immer so ein bisschen gewachsen und jetzt so seit 3 Stunden, 3, 4 Stunden konstant bei 140, 150 Leuten, die mit anwesend sind. Von daher freut uns extrem, dass euch das so gut gefällt und auch nochmal einen ganz, ganz herzlichen Dank an alle Vortragenden, die bis jetzt vorgetragen haben und die es jetzt dann auch nochmal gleich tun. Keine Panik, der Vortrag von Maren geht gleich weiter. Sie braucht nur eine kurze Verschnaufpause, aber bei so einem Klopper von 90 Minuten ist das natürlich mehr als verständlich. Nee, ich muss sagen, ich habe sehr, sehr häufig reingeschaut in ihren Vortrag und ich muss sagen, es sieht grandios aus. Ne? Extra hier so also die schönste Tuxhage Vorlage hat sie auch auf jeden Fall gemacht. Gut, natürlich mit der Grafik ist ihr das auch so ein bisschen nicht in die Wiege gelegt, aber jedenfalls kann sie das sehr, sehr gut und daher ist das immer mega cool zu betrachten. Und ich muss sagen, was Inkscape wieder an neuen Funktionen mitbringt, ist auch wirklich beachtlich und finde ich stark tatsächlich, dass manche Open Source Projekte habe ich auch schon häufiger mitbekommen und ich kann das ja verstehen auch als Entwickler, wenn beispielsweise Features in der Funktion dann rausfliegen und dann erst später wieder reinkommen zu einer neuen Version tatsächlich. Wenn man irgendwas neu überarbeitet, dann kann man eventuell nicht direkt alles dann zu dem ja, Datum zufriedenstellend, ich sag mal, lösen und dann kommt sowas auch erst eben hinten rein wieder rein. Mit den Ebenen war das, meine ich. Und ja, super cool, ne? Dass es die auf jeden Fall wieder genauso gibt, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Und genau, ich kann es immer nur wiederholen. Ich finde, ich muss mich tatsächlich auch mal ein bisschen mehr mit Inkscape beschäftigen, weil so die Basics gehen und so weiter, aber so richtig, wenn es in Richtung Design geht, dann bin ich doch meistens lieber eher der GIMP-Nutzer, obwohl GIMP nicht so, also absolut nicht geeignet für Vektorgrafiken oder sowas ist. Aber so die einfachen Sachen, so wie die Logos von uns, die habe ich auch schon unter Inkscape geschafft. Ne? So ist es nicht. Aber den Pinguin, den hat jemand gezeichnet für uns beispielsweise. Oder die Pinguine sogar. Genau, da habe ich mich dann ausgeklinkt. Aber so die grundlegenden Sachen, das kriegt man schon hin. Ist es bei dir auch so, Lars? Oder bist du da Ja. wirklich? Nee, Ja? das ist bei mir genauso, wie du das auch Schade. gesagt hast. Ne? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Das ist einfach so. Ne? Ich sag mal, wenn es sein muss, kriege ich das hin. Ne? Vielleicht auch, wenn ich mich so ein bisschen anstrenge, das ein oder andere, wo ich dann sage, ich kann das nicht und dann trotzdem machen muss, dann geht's. Ne? Und das, bei mir ist es dann auch immer ein Gemurkse. Zu sagen, so ein bisschen GIMP, so ein bisschen Inkscape, das kriegt man, das gehört zum Handwerk einfach auch in unserem Bereich einfach mit dazu. Ne? Wir haben nicht immer einen Grafiker an Bord. Und wenn man dann für irgendeine App, wo man dann mal irgendwo ein paar Schaltflächen braucht, sofort zu sagen, ich trommel da auf den Alarmglocken rum, das kriegen wir dann schon selber hin. Ne? Das ist dann jetzt Absolut. zwar nicht dann so, als wenn das Maren machen würde, sieht man auch. Ja. Ne? Aber wie sagt man immer so schön, wir überleben das. Ne? Und deswegen ist das immer so. Das Ne? stimmt. Und vor allem die Tools sind ja auch so, ich bleibe dabei, dass sie intuitiv gemacht sind.
Und man da auch mit so ein bisschen reinfuchsen dann auch wirklich sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Also Inkscape ist da mit Sicherheit auch mehr als löblich zu erwähnen, ne? Also im Auf jeden Vergleich Fall. zu anderen Sachen, die es so gibt. Auf jeden Fall. Aber eins kann ich sagen. Ich kann euch Hoffnung machen, wenn ihr euch genauso fühlt wie wir, dass man eigentlich erstmal so gar nicht vielleicht die Skills hat, in Anführungszeichen, oder die Fähigkeiten, auf Deutsch gesagt, zu Inkscape oder gut zu bedienen oder schöne Grafiken rauszubekommen. Das ist alles nur Übung. Also ich selber habe beispielsweise mit der 3D-Modellierung vor 5 Jahren, mindestens über 5 Jahren angefangen. Und meine ersten Dinger, die waren absoluter Müll. Aber ich bin immer dran geblieben. Und jetzt habe ich vor ein paar Jahren so einen ganzen Zugsimulator komplett auch selber modelliert, unter anderem neben dem Programmieren. Oder beim 3D-Gelände habe ich natürlich sehr stark mitgewirkt. Und nicht alles habe ich da gemacht, bei weitem nicht alles. Da gab es auch ganz, ganz viele, oder gibt es auch ganz, ganz viele Talente, die im Hintergrund hier auch mitgearbeitet haben. Da auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle. Da komme ich dann nochmal später dazu. Also von daher, es besteht Hoffnung, fangt einfach an, bleibt dabei. Und das ist eigentlich meiner Ansicht nach der Weg oder das Rezept für so viele Sachen. Und von daher bekomme ich hier auch schon aus der Regie die Anweisung, die Maren will weitermachen. Dann wollen wir euch gar nicht länger aufhalten. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim zweiten Teil. Und genau, bis dann. Bis zum Quiz, tschö. So, hallo, herzlich willkommen wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt euch alle ein kleines bisschen erholt. Ich habe das gemacht. Und dann lasst uns gleich weiter, denn meine, irgendwie höre ich ein Echo. Na gut. Denn meine Folien, oh, ich weiß, woher das Echo kommt. Denn meine Folien sind noch lang und ich glaube, ich sage das lieber jetzt schon, falls ich nicht durchkomme, würde ich den anbieten, den Vortrag in dem Fragenraum nachher noch fortzusetzen. Also, falls ihr daran Interesse habt, schreibt das irgendwann am besten gleich mal in den Chat rein, dass, ja. Genau, dass ich das dann weiß und vielleicht die Leute das dann auch einmal ansagen können. Gut, also lasst uns weitermachen mit Maren, dem. kurze Frage. Ja? Gern? Wie viel zusätzliche Zeit würdest du noch benötigen, so ungefähr? Ich kann so lange reden, wie. Wie geht? Ich kann jetzt aber auch ganz schnell machen. Ich kann, also es gibt alle Möglichkeiten. Ich kann jetzt durchrasen oder ich kann hinten wahrscheinlich noch locker eine Stunde anhängen, wenn Bedarf an längeren Erklärungen besteht. Ich kläre das mal ab. Ja, also das ist dann mehr für die Leute, die das auch wirklich interessiert, weil das ist dann nicht mehr der Hauptkram, sondern es ist dann Kleinkram. So, jetzt nicht das Wichtigste. Okay, also der LPE-Dialog. Ihr findet den in Pfad-Pfad-Effekte. Und der wurde für Inkscape 1.3 ein bisschen aufgeräumt und ein bisschen schicker gemacht. Und er bietet euch jetzt auch selber schon Hilfestellungen an. Das ist total praktisch. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier ein Textobjekt auswählt, ich habe hier den Text LPE, dann sagt es nicht einfach gar nichts, sondern es bietet euch tatsächlich eine Hilfestellung an, wie man das ja, wie man drumherum arbeiten kann, dass man eigentlich Textobjekte nicht als Pfadobjekte mit einem Pfadeffekt belegen kann. Und zwar bietet es euch an, entweder den Text in Pfad umzuwandeln oder den Text auch einfach nur zu klonen. Und das mache ich jetzt mal. Schupp. So. Und was ich jetzt hier habe, ist dieser feine Klon. Und dem kann ich jetzt tatsächlich Pfadeffekte hinzufügen. Und zwar nehmen wir mal Kachelpfadeffekt. Ihr seht, es gibt hier jetzt eine schöne Suche, in der
auch, wenn ihr hier diesen Pfeil runterklappt, euch alle Pfadeffekte angezeigt werden. In so Kategorien, dieser alte Pfadeffekt Dialog, der ist fast weg. Den könnt ihr euch hier mit so einem kleinen Button nochmal notfallmäßig wieder einblenden, aber in der 1.4 wird er ganz weg sein. Das heißt, ihr tut Gutes daran, euch hier schon mal dran zu gewöhnen. Und ihr seht hier, die Effekte sind alle so schick in Kategorien sortiert. Verzerren, bearbeiten, erzeugen, konvertieren, was es dann hier alles gibt. Auch die experimentellen Pfadeffekte, die sind hier mit drin. Die muss man aber, glaube ich, extra einblenden in den Einstellungen, dass die da auftauchen. So, und ich zoome mal ein bisschen raus. Ihr seht also hier, Kacheln. So, relativ langweilig, rein spalten, so wie immer. Aber ihr seht hier oben schon einen zweiten Pfadeffekt. Und zwar sind die Pfadeffekte jetzt hier in so kleinen ausklappbaren Streifen angeordnet, wie in so einer Tabelle. Und ihr könnt also immer einen ausgeklappt haben und dann die Einstellungen vornehmen. Und wenn ihr dann wieder eine Übersicht braucht, könnt ihr den auch einklappen. Dann könnt ihr euren Pfadeffektstapel schön sehen. Ich lasse das jetzt mal so und füge noch einen weiteren Pfadeffekt hinzu, damit wir mal das Umsortieren ausprobieren können. Und zwar gedrehte Kopien. Hui. Na, das sieht aber unübersichtlich aus. Upp. Gruselig. Okay, wenn wir jetzt lieber die Kopien, also die rotierten LPEs kacheln wollen und nicht die gekachelten LPEs rotieren wollen, falls ihr noch mitkommt, seid ihr gut, dann könnt ihr hier an diesen Punkten das schnappen und einfach einen nach oben schieben. Und schon sieht das ganz anders aus. Und dann bekommt ihr hier so quasi so Schneeflocken irgendwie. Mal gucken, in welche Richtung ich das eigentlich verschieben muss, damit das richtig aussieht. Genau, zum Beispiel. So. Okay, jetzt habt ihr also zum Beispiel sowas. Und das ist auch schon ganz schick. Wenn ihr jetzt hier einen von denen auswählt, dann zeigt es hier wieder die gedrehten Kopien an. Genau. Ihr könnt hier die Einstellungen vornehmen, wie gehabt. Das ist jetzt nichts Neues. Und was aber der Vorteil an der Geschichte ist mit dem Klonen von eben, ist, ich kann jetzt einfach den Text ändern. So, bedauerlicherweise aktualisiert es nicht immer sofort. Deswegen füge ich jetzt noch mal das Leerzeichen an und mache das wieder weg. Aber ihr seht, jetzt steht hier statt LPI plötzlich live, und zwar in allen gedrehten, gekachelten Kopien. Genau. Und wie gesagt, dieser neue Pfadeffekt-Dialog ist total super praktisch. So, jetzt lösche ich das mal wieder aus der Zeichnung raus, damit es meine Zeichnung nicht verlangsamt. Und dann können wir schon zum nächsten Punkt gehen. Und zwar den überarbeiteten Symboldialog. Symbole in Inkscape kennt ihr wahrscheinlich, gibt es unter Objekt Symbole und da gibt es so eine Liste von Symbolen, die ihr quasi wie so kleine Icons oder wie kleine Klone zum Beispiel, die ihr einfach so in die Zeichnung reinschieben könnt oder wie kleine Stempel. Und mit der ihr eure Zeichnung verschönert, mit denen ihr eure Zeichnung verschönern könnt. Ihr könnt jetzt neuerdings im Symboldialog hier den Symbolsatz suchen. Zum Beispiel suche ich jetzt SJJB. Und dann werden mir hier in der Liste nur noch die SJJB-Symbolsätze angezeigt. Dann ist der Symboldialog deutlich schneller geworden. Theoretisch zumindest. Genau, wenn man auf alle Symbolsätze geht, werden einem nach
vergleichsweise kurzer Zeit mittlerweile dann wirklich auch alle Symbole angezeigt und es scrollt auch relativ zügig. Das ist sehr schick. Es wird einem eine Statistik angezeigt. Ich habe hier bei mir 7111 Symbole installiert. Also da sind noch ein paar Symbolsätze dabei, die nicht bei Inkscape standardmäßig dabei sind. Und es gibt eine schöne Suche. Genau. Und zwar kann ich zum Beispiel nach dem englischen Heart suchen und kann mir dann alle Herzen anzeigen lassen, die es hier so gibt. Zum Beispiel auch dieses hier. Keine Ahnung. Und die kann ich dann die Zeichnung ziehen. So wie gehabt. Das ändert sich nicht. Okay. Was aber neu dazugekommen ist, ist eine Anzahl von Symbolsätzen. Diese SJJB-Symbole. Und das sind alles Kartensymbole, die irgendwie, ich glaube, weiß ich nicht, sind auf jeden Fall Public Domain Kartensymbole, die könnt ihr einfach so, ohne irgendwelche Lizenzgeschichten beachten zu müssen, verwenden. Und da gibt es verschiedene, die ihr dann einfach auf eurer Karte platzieren könnt. Zum Beispiel Tourismus, da gibt es kein Herz drin. Zum Beispiel das Tourismus-Set. Und die könnt ihr dann auf eurer Karte einfach platzieren, indem ihr die zieht, die Größe anpasst und auch die Farbe anpasst. Und dann gibt es hier zum Beispiel eine archäologische Ausgrabungsstätte oder an dieser Stelle hier gibt es das Infoschild zum Beispiel. Upp. So, da sieht man nicht, weiß. Da gibt es eine Infotafel und damit könnt ihr dann zum Beispiel eure Landkarten verzieren mit diesen SJJB-Kartensymbolen. Da gibt es eine ganze Menge weiterer. Von Tourismus, Verkehr, Wasser, Sport gibt es irgendwie ganz viele verschiedene Sportarten. Also solltet ihr mal in die Verlegenheit kommen, einen Sportpark illustrieren zu müssen, könnt ihr das auch machen. Sogar mit Kanu fahren und tauchen. Und nicht zu vergessen auch mit Cricket, sehr beliebt in Deutschland. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, hier verschiedene Einkaufsoptionen sich als Symbole auf die Karte zu tun. Es gibt verschiedene Stromerzeugungsmöglichkeiten, verschiedene Landmarken, Banken, Landschaftsmerkmale, zum Beispiel Bäume, Laubwald, keine Ahnung. Was auch immer ihr für eine Karte habt, da findet ihr wahrscheinlich in diesen, ich glaube, es sind ungefähr 600 neue Symbole. In den Symbolen findet ihr bestimmt irgendwas, was ihr dafür verwenden wollt. Genau. Und was für diejenigen, die irgendwie noch alte Symbolsätze oder aktuelle Symbolsätze von Visio haben, wichtig sein könnte, es können jetzt auch VSSX-Dateien und VSDX-Dateien importiert werden in Inkscape und die können dann auch in diesem Symboldialog verwendet werden. Achso, und außerdem, dass dieser Name vom Symbol hier angezeigt wird, ist auch eine neue Sache. Das könnt ihr an- und abschalten, hier, falls euch das stört, falls ihr nur die Symbole haben wollt. Und ihr könnt die Kacheln ändern und reinzoomen, wie ihr das gerne möchtet. Jo, das war alles Neue im Symboldialog. Oh, Himmel. Ja, mal gucken. Wenn Bedarf besteht, mache ich das. Das würde ich aber den Zuschauern überlassen, ob die dann tatsächlich noch zugucken möchten. Vielleicht haben sie ja auch gar keinen Bock mehr. Ach, okay. Also, ihr konntet mich hören, aber ihr konntet nicht die Moderation hören oder die Regie. Die sagten mir, dass, oh Gott, bis 16, also genau, von wann?
16:05 Uhr, ah, okay. Dass um 16:05 Uhr standardmäßig eine Moderation beginnt und um 16:35 Uhr soll ich auf jeden Fall zu Ende sein. Und ob ihr, genau, und meine Frage an euch ist, wollt ihr diesen Teil sozusagen noch für den Vortrag nutzen oder seid ihr dann eh schon total geschlaucht und habt keinen Bock mehr? Also schreibt es einfach in den Chat rein, ob ihr einen verlängerten oder einen verkürzten Vortrag haben wollt. Beziehungsweise einen normal langen. Und ich mache währenddessen schon mal weiter und die Regie passt auf und sagt mir das dann so in 10 Minuten wahrscheinlich. Denn dann sollte ich euch alle entschieden haben. Okay. So, und in der Zwischenzeit machen wir aber ganz standardmäßig weiter und zwar mit dem nächsten Highlight. Und zwar gibt es in Inkscape 1.3 Seitenränder und Anschnitt. Huh. Gut, für alle, die DTP-Programme gewöhnt sind, ist das jetzt nichts Ungewöhnliches. Die haben es schon lange vermisst. Aber für alle, die nicht wussten, dass man sowas überhaupt haben kann, ist das erstmal was ganz Verwirrendes. Und zwar ist es so, Seitenränder benutzt man, wenn man seine Druckgeschichten in eine Online-Druckerei oder in eine echte Druckerei bringen möchte, um sicherzustellen, dass alles, was innerhalb dieses Randbereiches sich befindet, das heißt, das ist nach innen versetzt von der eigentlichen Seitenbegrenzung, um sicherzustellen, dass alles, was wichtig ist, auf keinen Fall bei den ganzen Schnittmaßnahmen, die hinterher durchgeführt werden mit der Seite, dass es auf keinen Fall abgeschnitten wird. Also zum Beispiel würde man Text immer innerhalb der Seitenränder platzieren, damit keine Buchstaben fehlen. Dann gibt es wiederum den Anschnitt. Der ist außenrum um die eigentliche Seite. Und der ist dafür da, dass wenn beim Ausschneiden der Seite aus dem Druckbogen die Schneidemaschine ein kleines bisschen nach außen verrutscht, dass dann keine weißen Flecken entstehen, sondern dass auch diese Fläche dann gefüllt ist und es so aussieht, als ob das eigentlich so sein sollte. Dass also kleine Unfälle beim Ausschneiden und kleine Ungenauigkeiten beim Ausschneiden nicht so auffallen. Und genau das kann Inkscape jetzt auch. Und zwar im Seitenwerkzeug, wenn ihr da reinwechselt, könnt ihr euch die Seite auswählen. Ihr könnt die auch benennen. Und dann gibt es hier Ränder und Anschnitt. Dafür gibt es hier so ein Feld. Ränder wurde als ungefährlich erkannt sozusagen und als standardmäßig editierbar hier reingetan von den Entwicklern. Und ihr könnt da zum Beispiel eingeben 3 mm. Das ändert jetzt nichts, weil das ist schon 3 mm. Und das gibt diese ganz dünne blaue Linie hier mit dem kleinen runden Anfasser. Ihr könnt die auch mit der Hand einstellen. Zum Beispiel. Oder ihr könnt sie auch einzeln einstellen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt oben einen Rand haben wollt von, keine Ahnung, 5 mm. Das ist ja die Seite. Aber wenn ihr unten vor allem, das ist für manche Drucker wichtig, dass man da einen größeren Rand hat, zum Beispiel 2 cm. Millimeter, ich weiß gar nicht, nimmt es keine Einheiten. Okay. Egal, also wenn ihr in der Dokumenteinheit arbeitet, ist es kein Problem. Hier nimmt es leider keine Einheiten an, aber hier oben nimmt es Einheiten an. Ich habe mein Dokument jetzt in Pixeln gestaltet, damit das alles hier ein bisschen besser funktioniert. Aber ihr solltet euer Dokument dann in Nutzereinheiten Millimeter anlegen, genauso wie es die Druckerei auch haben will. Dann könnt ihr hier die Werte ganz direkt eingeben. Und ihr seht hier dieses elendlange Dings, das verwendet die CSS-Syntax. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann
gebt ihr die hier einzeln ein. Ansonsten könnt ihr hier auch mittels CSS-Syntax die Randbreiten eingeben. Und dann gibt es hier unten noch ein Feld für den Anschnitt. Und da kann man tatsächlich auch wieder mit Einheit eingeben. Also wenn ich zum Beispiel 10 mm haben möchte, dann wandert mein Anschnitt hier nach draußen. Das ist diese bräunliche Linie hier außenrum. Die kann man auf der Zeichenfläche nicht verändern. Und sobald so ein Anschnitt hier gewählt ist, ganz wichtig, wird der auch für den PDF-Export verwendet. Das könnt ihr im Exportdialog sehen, wenn ihr etwas als PDF exportiert. Und zwar hier. So, und dann PDF. Dann könnt ihr zum einen die Seite jetzt auswählen in der 1.3. Und zum anderen wird automatisch... Keine Ahnung, wo ich das hin exportiere, aber wird schon irgendwo hingehen, wo ich es brauchen kann. Wird automatisch der Rand mit exportiert und ihr könnt die Informationen dazu hier in den Einstellungen für den Export lesen. Da steht es dann nochmal beim Exportieren mit dem Exportdialog, können Objekte bla bla bla, Kopie speichern, speichern, unterexportieren, alles sein. Der Anschnitt kann mit dem Seitenwerkzeug eingestellt werden. Genau. Und wenn ihr keinen Anschnitt wollt in eurem exportierten Dings, dann macht ihr den lieber wieder weg. Genau. Soweit dazu. Gut. Dann nächster Punkt. Ja. Okay, gut. Okay, also ich habe gerade Feedback gehört von der Regie, deswegen habe ich hier mit Unbekannt gesprochen. Die sagten mir tatsächlich, dass der Wunsch besteht, dass ich tatsächlich hier den vollen Vortrag, den Vortrag langsam mache und nicht rase und auch nicht in dem geheimnisvollen Separé-Raum zu Ende rede, sondern dass ihr das tatsächlich hören wollt. Das heißt, es gibt um 16 Uhr eine kurze Pause für 5 Minuten, in der gibt es eine Moderation und dann geht es danach bis 16:35 nochmal weiter. Okay, dann würde ich euch als nächstes gerne den Dokumentenüberblick vorstellen. Und den findet ihr unter Datei, Dokumentenüberblick. Und da findet ihr alle wichtigen Dinge, die in der aktuellen Datei sind, so in so einer Übersicht. Macht ihr mal groß und ihr seht hier zum Beispiel, wo das Dokument lagert, unter welcher Lizenz ich es veröffentlicht habe, ob es Metadaten hat, wie viele verschiedene Farben es verwendet, wie viele Farbmuster, wie viele Elemente enthalten sind, wie viele davon Pfade sind. Also es zeigt euch schicke Statistiken. Es zeigt euch aber auch, welche Farben im Dokument verwendet werden. Und ihr seht hier, ich habe unglaublich viele verschiedene Pink- und Lila-Töne. Okay, sehr schick. Keine Ahnung, wo die alle sind, aber wir werden vielleicht über die noch stolpern. Dann könnt ihr sehen, ob es noch extern eingebundene Elemente gibt, was recht praktisch ist, weil wenn ihr so ein Dokument teilen wollt mit anderen Leuten, dann wollt ihr vielleicht diese externen Elemente alle gerne lieber einbetten, damit die euch nicht fehlen. Dann zeigt es euch an, wie viele verschiedene Filter, welche Schriftarten ihr verwendet. Das ist auch sehr praktisch. Dann könnt ihr die Schriftarten auch gleich mit dem Dokument mitteilen, damit alle anderen das dann auch korrekt sehen und korrekt bearbeiten können. Ob es Farbverläufe enthält? Ja, tut es. Ob es eingebettete Bilder enthält? Und welche? Ob es weitere Metadaten gibt, wie die aussehen, welche Muster verwendet werden, welche Stile, ob irgendwelche Farbmuster drin sind, ob Symbole verwendet sind. Und für ein paar dieser Optionen gibt es auch tatsächlich schon die Möglichkeit, Sachen zu bearbeiten. Zum Beispiel könnt ihr bei den Symbolen den Namen ändern, wenn ihr das möchtet. Oder ihr könnt
das Objekt auf der Zeichenfläche auswählen. Das geht nicht bei allen Sachen, also hier bei den Stilen zum Beispiel nicht, bei den Mustern funktioniert es, bei den Bildern funktioniert es auch, könnt ihr auf der Zeichenfläche gleich auswählen. Genau, und bei den Filtern gibt es keine Möglichkeit, da was zu bearbeiten. Also dieser Dialog ist noch ein bisschen Work in Progress. Viele Sachen gehen noch nicht. Es ist angedacht, den noch deutlich zu erweitern, mit weiterer Funktion aufzufüttern, damit man dann dort eine super Übersicht hat und einen schnellen Zugriff auch auf Dinge direkt aus so einer Tabellenform. Genau. So. Dann ein weiteres großes Highlight in der 1.3 sind die Schriftartensammlungen. Wenn ihr so seid wie ich und für jeden möglichen Zweck irgendwelche Schriftarten euch angesammelt habt oder vielleicht euch sogar Schriftartensammlungen komplett runtergeladen habt oder installiert habt, dann habt ihr mit Pech ein riesiges Kuddelmuddel von Schriften. Hier zum Beispiel, ich habe glaube ich über 1000, ich weiß gar nicht genau wie viele, aber es sind halt unglaublich viele und da irgendwas zu finden, ist schon wirklich schwierig. Wenn ihr also eure Schriften mal ein bisschen sortieren möchtet, könnt ihr das jetzt tun. Und zwar gibt es hier zum einen die Möglichkeit, die Auswahl schon mal zu beschränken auf nur Schriftarten, die im Dokument verwendet werden. Und dann seht ihr, ist diese Liste schon deutlich geschrumpft. Das ist jetzt alles, das sind alle Schriftarten im Dokument und damit kann ich leben. Oder ihr könnt tatsächlich euch eine eigene Schriftartensammlung anlegen und dann zum Beispiel für jeden Kunden, für jedes Projekt, für jede Art von Schrift euch eure eigene Sammlung zusammenstellen. Ich das hier jetzt mal mache. Zum Beispiel möchte ich, keine Ahnung, Handschriften in einer Sammlung sammeln. Dann kann ich das tun. Gut, hier Mr. Defoe ist zum Beispiel ein bisschen der Handschrift von Herrn Defoe nachempfunden wahrscheinlich. Oder ihr sucht, was gibt es noch? Habe ich hier noch irgendwas, was handschriftmäßig aussieht? Das sieht ein bisschen aus wie mit der Handschrift geschrieben. Das ist jetzt ja nur zu Demo-Zwecken. Wenn das nicht wirklich stimmt, ist es auch nicht so schlimm. Dieses hier sieht so ein bisschen aus wie handgeschrieben. Ist zumindest so eine kursive Schrift. Oder dieses. Und dann könnt ihr euch die in so Sammlungen sortieren. Sammlungen, da könnt ihr den Namen wieder editieren. Ihr könnt die auch wieder löschen. Ihr könnt Schriftarten hier suchen und wenn ihr damit fertig seid, dann macht ihr das zu. Und dann erscheint euch hier schon die Option, nur nach Handschriften zu filtern. Wenn ihr dann einen neuen Text schreibt, dann werden euch hier unten im unteren Bereich, hier werden die zuletzt verwendeten angezeigt, werden euch hier im unteren Bereich die Schriften aus der Sammlung angezeigt und ihr könnt dann in der entsprechenden Schriftart losschreiben. Zum Beispiel so. So, also das ist was für die Sortierfreaks unter euch und für diejenigen, die sonst echt die Übersicht verlieren. Und für diejenigen auch, die Inkscape wirklich professionell verwenden. Denn die können dann zum Beispiel für jeden Kunden ihre eigene Schriftsammlung anlegen. Gut, und hier ist noch was für die, eher für die Profis. Und zwar werdet ihr, wenn ihr die Inkscape 1.3 geöffnet habt, irgendwie bemerkt haben, dass es hier unten in der Palette so ein bisschen komisch aussieht. Und zwar gibt es hier Farben, die ein bisschen größer sind, so hier unten links, wo meine Maus ist, und Farben, die so relativ klein dargestellt werden. Was hat das zu bedeuten? Und zwar sind diese Farben hier
sogenannte angeheftete Farben. Das heißt Farben aus der aktuellen Palette, die ihr häufig verwendet. Die Standardfarben sind eher nicht so spannend. Also weiß und schwarz, ja, das sieht man ein. Warum jetzt unbedingt grau zu den häufig verwendeten Farben gehören sollte, weiß ich nicht. Ihr könnt auf diese Farben rechtsklicken und sie dann sozusagen abheften. Und ihr könnt auch auf jede Farbe in eurer Palette klicken und die Farbe anheften. Das macht bei meiner, ich weiß nicht, 12-Farben-Palette hier jetzt nicht so einen Sinn. Aber wenn ihr eine Palette verwendet mit, was weiß ich, keine Ahnung, endlos vielen Farben, so wie zum Beispiel hier diese British Standard Colors, wo man sogar scrollen kann, dann ist das sehr wohl sinnvoll, dass man sich da seine Lieblingsfarben oder die wichtigsten Farben für sein Projekt rausheftet. Zum Beispiel heften wir das an, das, und dann kann man die besonders gut und besonders häufig verwenden für seine Markenfarben oder was weiß ich, was man da hat. Man kann aber auch, wenn einen das wirklich stören sollte, die Farben alle wieder abheften. Und dann hat man da die Ansicht wie früher. So, ich gehe mal wieder zurück zu meinen Android-Farben. Und wenn euch das dann immer noch nicht so gefällt, wie es aussieht, dann habt ihr noch die Möglichkeit, in den Einstellungen die Farben zum Beispiel zu strecken auf die gesamte Breite. Das mache ich immer gerne, weil du einfach den Platz besser ausnutzt und man die Farben besser mit der Maus trifft, zumindest bei kleinen Paletten. Die Höhe könnt ihr einstellen. Dann noch, beziehungsweise wenn ihr das Seitenverhältnis ausmacht, ist es auch für die ganze Größe. Das Seitenverhältnis könnt ihr einstellen, dann könnt ihr hier Ränder einstellen. Ihr könnt sagen, über wie viele Reihen die Farben gehen sollen. Das ändert bei dieser kleinen Palette jetzt nichts, aber bei größeren. Und ob ihr die angehefteten Farben eigentlich nur hier vorne haben wollt oder ob ihr die vergrößert haben wollt. Wenn ihr die nicht vergrößert, dann werden die eher verkleinert, aber vielleicht ändert sich das ja noch. Genau. Ich finde das mit dem Anheften eher nicht so schick und hefte die deswegen alle ab. Aber das kann ja jeder machen, wie er das möchte und wie er es braucht. Dann ist es so, dass es jetzt hier in der Palette auch kleine neue Indikatoren gibt. Ihr seht das vielleicht, vielleicht auch nicht, je nach Auflösung. Hier in diesem, ich habe hier jetzt ein Rechteck gemacht, das ist innen weiß und außen hat es einen roten Rand. Und ihr seht hier unten in der Palette bei dem weißen Palettenfeld einen kleinen Punkt drin für die Füllung und im roten Palettenfeld einen kleinen Kreis drin für Kontur. Das heißt, wenn tatsächlich eine eurer Palettenfarben aktiv hier in so einem Objekt verwendet wird, könnt ihr das auch wirklich sehen. Genau, das ist eine Funktion, die hat es ganz früher mal in irgendeiner Inkscape-Version gegeben und die ist dann durch irgendein Refactoring mal verloren gegangen und jetzt wurde sie wieder eingeführt. Gut, machen wir das weg. Dann habe ich mir hier noch notiert, es gibt einen neuen Farbwähler. Und zwar gibt es, heißt der UKLCH. Wenn ihr großes Interesse an Farbwählern und Farbtheorie habt, solltet ihr euch den Wikipedia-Artikel dazu durchlesen. Ansonsten könnt ihr ihn auch einfach so benutzen. Und zwar im Füllung- und Konturdialog. Objekt, Füllung und Kontur. Plupp. Gibt es ja hier so eine Möglichkeit, den Farbwähler auszuwählen. Und da heißt der UKLCH. Ich weiß nicht, ob das der gleiche ist. Wir gucken mal. Und diese Farbwähler, die hier zur Verfügung stehen, kann man auch nochmal einschränken oder erweitern in den Einstellungen. Und zwar suche ich mal nach Farb.
wähle. Genau, dann bekomme ich hier das. Und man kann sich dann aussuchen, welchen Farbwähler man sich anzeigen lassen möchte. Zum Beispiel den da noch und den da. Oder wenn man den nicht haben will oder den nicht, dann wählt man das halt ab. Genau. Und neu sein müsste jetzt dieser hier. Was bin ich damit? Der sieht erstmal total unspannend aus, aber wenn man die Sättigung hochdreht, dann kommt man langsam auch in Bereiche, die interessant sind. Und da sieht man, dass über diesen Farbgradienten die Helligkeit, die empfundene Helligkeit immer sehr ähnlich ist. Das heißt, man muss, wenn man einfach nur den Farbton ändert, muss man nicht an der Helligkeit nochmal nachregeln, wie bei vielen von den anderen Farbwählern. Also wenn ich jetzt hier einfach nur das normale HSL nehme, dann seht ihr, dass hier zum Beispiel das Gelb sehr viel heller wirkt und das Blau sehr viel dunkler. Das wird hier dann auch eben korrekt gleich angezeigt in dieser Farbe. Da sieht man halt auch gleich, welche Farben man bekommt. Und die empfundene Helligkeit ist immer dieselbe. Das ist sehr angenehm. Zum Beispiel auch, wenn man so Regenbögen erstellen möchte oder so. Sieht einfach nett aus. Genau, das ist ein schöner Farbwähler. Wenn einem das Farbrad nicht gefällt, kann man es auch wegklappen. Und damit habt ihr auch gleich die anderen neuen Features für die Farben kennengelernt. Okay, schauen wir mal weiter, was uns das Thema 15 gibt. Oh ja, das ist wirklich schick. Und zwar könnt ihr Knoten wählen. So, ich sehe, wir haben noch 4 Minuten Zeit. Da ich nicht weiß, ja doch, wahrscheinlich wird das andere Stück auch aufgenommen und mit reingepackt. Also muss ich noch nicht die Abschlussfolie zeigen. Für die Knotenauswahl habt ihr jetzt in der Inkscape 1.3 eine tolle neue Möglichkeit. Und zwar konnte man früher Knoten in Faden immer nur auswählen, indem man so ein Rechteck drum zeichnet. So, wenn ich jetzt also nur diese, ich habe hier ein bisschen die Anfasser vergrößert, damit man die besser sehen kann. Man kann die Größe in Einstellungen einstellen. Wenn ich also nur diese Augenbraue hier haben wollte, ist es relativ schwierig, die zu fassen, ohne da noch ein anderes Objekt mitzufassen. Dafür gibt es jetzt eine tolle neue Funktion, die aus dem Auswahlwerkzeug eigentlich bereits bekannt ist. Und zwar haltet ihr die Alt-Taste fest und zeichnet einfach rundherum die Knoten, die ihr auswählen wollt. Und dann könnt ihr die zum Beispiel einfach spiegeln. So, und verschieben, wenn euch nicht gefällt, wie der Knabe guckt. Und wenn man das wieder macht, so, spiegeln, und schon guckt er ein bisschen freundlicher, der kleine Gnome. Und so könnt ihr mit dem Knotenwerkzeug also einfach um die Knoten rumzeichnen, um sie auszuwählen und dann zu verschieben. Oder können wir noch einen machen, dafür haben wir noch gerade ein Minütchen Zeit. Und zwar können wir den Gnomen jetzt einfach schielen lassen. So, wir wählen die aus, drücken H. Und jetzt schielt der kleine Kerl. Der Arme. Genau, und ihr könnt sogar mehrere Dinge auswählen, indem ihr dann zwischendrin die Shift-Taste, also die Umschalttaste, noch zusätzlich drückt. Und genau. Dann könnt ihr eben noch Sachen zur Auswahl hinzufügen. Okay. So, dann würde ich fast sagen, sage ich erstmal tschüss bis in circa 7 Minuten. Als nächstes gucken wir uns den Eckenpfad-Effekt an, der jetzt
aus dem Knotenwerkzeug heraus erreichbar ist. Bleibt also dran und seid gespannt, was noch auf euch zukommt. Okay, liebe Regie. So, da haben wir es und dann sind wir jetzt an dieser Stelle ja schon fast durch, wenn man das einfach mal fast so durch, sagen fast darf. Durch. Ne? Wir aber Maren, ja? Wir haben es fast gerockt. Ja, Sean, bitte? Maren hat eine Verlängerung bekommen. Das wissen jetzt wahrscheinlich viele noch nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt Maren schon selber erfahren, also Maren müsste es jetzt selber erfahren auf jeden Fall oder müsste es erfahren haben währenddessen. Wir haben noch mal ein bisschen umgeplant. Und zwar geben wir Maren jetzt noch mal eine halbe Stunde mehr Zeit, weil ja, wir sind am Ende der Talkstage, da sind wir ein bisschen flexibler von dem Hin- und Herschieben der Vorträge und von daher haben wir gesagt, hey, Maren braucht noch Zeit für den Vortrag, von daher geben wir ihr diesen bis zum 16:35 geht jetzt noch der Blender sage ich schon, der Inkscape-Vortrag oder Workshop besser gesagt. Und wenn ihr das Quiz vermisst, was jetzt gleich kommt, das kommt nicht auf diesem Track hier, das kommt auf Track B um 16.05 Uhr. Das heißt quasi gleich direkt im Anschluss. Das heißt, wenn euch das Quiz mehr interessieren sollte, ein schönes Linux-Quiz mit ganz vielen Fragen rundherum, dann schaut auf den Track B. Ansonsten, wenn ihr noch Marens Vortrag weiterfolgen wollt, beziehungsweise Workshop, dann müsst ihr nicht in den Frageraum gehen, sondern hier geht es jetzt einfach gleich live und voll in Farbe weiter. Und genau, nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ja, das wär's so von meiner Seite. Hast du sonst noch was, Lars? Ja, ich freue mich jetzt aufs Quiz, ne, wenn man das einfach mal so sagen darf, dass wir da gleich so ein bisschen da gucken können, was es da so alles gibt. Das Quiz haben wir ja sowieso im 3D, in der 3D-Welt schon seit Freitag sozusagen auch online, wo man da diesen Pfad letztendlich bestreiten kann. Das, was wir hier gleich machen, ist ja dann nochmal so ein bisschen ganz was anderes. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt die Qual der Wahl. Schaue ich mir noch die Maren an mit Inkscape, ne, oder bin ich dann sozusagen im Linux-Quiz? Sucht euch das aus. Es ist sehr schwer. Genau, und muss jeder für sich selber wissen. Ich könnte mich nicht entscheiden, bin ich ehrlich, aber dafür gibt es die Aufzeichnungen. Wir versuchen schon heute Abend die allermeisten Aufzeichnungen online zu haben auf YouTube und hier auf unserer Webseite im Archiv. Und dann genau könnt ihr da auch eventuell, wenn ihr jetzt eine spannende Sache verpasst, die andere dann allerspätestens heute Nacht oder ab morgen dann natürlich wieder ganz gemütlich nachholen. Ja, wir möchten gar nicht viel mehr Zeit verlieren und würden, je nachdem, wann Maren Zeit und Lust hat, wieder zurückgeben. Und wir sehen uns dann alle zur Verabschiedung hier, wenn ihr wollt, um 16.35 Uhr dann hier auf diesem Track wieder. Okay, hallo. So, dann willkommen zurück zur Verlängerungsrunde. Ich freue mich ja, dass ihr alle gerne die Verlängerung haben wolltet, selbst wenn es eigentlich ja ein bisschen zu viel ist. Aber wir werden das wuppen. Okay, integrierte Ecken. Habe ich diese Folie so nett überschrieben. Und zwar gibt es in der 1.3 was ganz Feines, und zwar gibt es den Eckenpfad-Effekt, der sonst nur über den Pfadeffekte-Dialog zugänglich war.
direkt im Knotenwerkzeug schon. Damit könnt ihr so schicke machen, Sachen machen wie das hier. Und zwar könnt ihr den erstmal anmachen. Tschick. Jetzt seht ihr hier, dass es ein paar neue Anfasser gibt. Und jetzt könnt ihr jeden Knoten einzeln abrunden. Also Ecken ist so ein bisschen ein bisschen irreleitend möglicherweise, denn der Eckenpfad-Effekt macht eigentlich keine Ecken, sondern er macht Rundungen. Und damit könnt ihr zum Beispiel machen wir den bis hier und den bis da entsprechend symmetrisch. Damit könnt ihr die Ecken einfach abrunden. Genau. Und das ist relativ praktisch. Wenn ihr dann aber zum Beispiel für euren Eckeneffekt einen festen Radius braucht oder ähnliches, dann bringt euch dieses manuelle Abrunden nichts. Dann geht ihr über Pfad-Effekte und könnt hier zum Beispiel den Radius für eure Ecken einstellen. Zum Beispiel auf so und so viel Pixel. Und wenn ihr dann tatsächlich auch das Kästchen anmacht, hierfür nur ausgewählte Knoten ändern, dann könnt ihr eben nur ausgewählte Knoten ändern. Und ihr könnt dann auch den Modus wechseln, zum Beispiel von Abrunden zu Phasen oder zu invertierten Abrundungen oder auch zu invertierten Phasungen. Was eine Phasung ist, kennt ihr am ehesten, wenn ihr schon mal getischlert habt. Okay, haben vielleicht die wenigsten, aber da aus dem Bereich kommt der Begriff. Und das ist halt so ein Abschneiden. Okay, gut. Dann gibt es die praktische neue Funktion in Inkscape 1.3 und zwar die des Stempelns von Klonen. Ihr kennt das normale Stempeln vielleicht tatsächlich, wenn ihr ein Objekt nehmt und damit über die Zeichenfläche fahrt, also es mit der Maus so festhaltet und dann immer zwischendurch die Leertaste drückt, dann werden überall so Kopien von eurem Objekt hingestempelt. So, das ist die Stempelfunktion. Diese Stempelfunktion gibt es jetzt aber eben auch für Klone. Das heißt, da haltet ihr euer Objekt fest und drückt eben nicht die Leertaste, sondern drückt die Taste C, um Klone fallen zu lassen an den entsprechenden Stellen. Und wenn ihr euer Objekt geschickt vorbereitet habt, so wie ich, dann habt ihr zum Beispiel Flächen mit undefinierter Farbe. Hier Füllung ungesetzt. Das habe ich für das Fell gemacht, und zwar hier unten und hier oben auf dem Kopf. Und wenn ich jetzt meine Klone nehme, kann ich die einfach umfärben. Das ist total praktisch. Jetzt kann ich diesem Schaf hier zum Beispiel ein gelbes Fell geben. Oder diesem Schaf ein rotes Fell. Und diesem ein blaues. Und so weiter. Grünes Fell. Orangenes Fell. Und das geht jetzt einfach mit gestempelten Klonen. Könnt ihr also Schafe und was ihr noch wollt, überall hinstempeln, wie es euch gefällt. Genau, super praktisch. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt, gerichtete Unschärfe. Ich habe hier eine Pepperoni, die ist, oder ein Chili, die ist scharf, wie ihr seht. Okay, dummer Scherz beiseite, die ist also nicht mit einem Unschärfefilter belegt. Im Füllung- und Konturdialog habt ihr hier so ein Unschärfe, wie nennt man das, so ein Unschärfe-Einstellungsfeld. Da könnt ihr reinklicken oder klicken und ziehen und das Objekt wird immer unschärfer. So. Normalerweise ist das in alle Richtungen gleichmäßig, das heißt, diese Unschärfe ist halt nicht gerichtet. Wenn ihr das anders machen möchtet, könnt ihr jetzt neuerdings an diesen kleinen Anfassern hier anfassen, wenn ihr ins Knotenwerkzeug wechselt
Oh, dann könnt ihr die Unschärfe nur in eine bestimmte Richtung machen. Zum Beispiel nach oben. Dann sieht es so ein bisschen aus, als ob diese Peperoni gerade in einen Topf fallen würde, weil sie von oben nach unten fällt. Oder ihr könnt die Unschärfe in diese Richtung ziehen. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Jetzt sieht es so aus, als ob die Peperoni total aufgeregt ist, weil sie gleich zum Kochen verwendet werden möchte. Okay. Oder wenn ihr Steuerung festhaltet, dann könnt ihr die Unschärfe aber auch in alle Richtungen gleichzeitig verstellen. So, und normalerweise geht das ein bisschen flüssiger, da aber mein Dokument sehr groß ist, ist das hier so ein bisschen abgehackt und ich muss warten, bis Inkscape hinterherkommt. Aber ihr seht das Prinzip. Jo. So, damit haben wir die aufgeregte Peperoni aus dem Weg. Dann wollte ich euch noch ein paar Warnungen mitgeben. Was jetzt anders ist in der 1.3, was ihr vielleicht nicht erwartet und was euch möglicherweise kleine Fallen stellt. Und zwar ist es folgendes: Wenn ihr gewohnt seid, die 3D-Boxen mit der Taste X zu zeichnen, also das Werkzeug mit der Taste X auszuwählen, dann müsst ihr euch jetzt umstellen. Und zwar wurde dieses Kürzel vom Formerstellungswerkzeug gemopst. Das heißt, 3D-Boxen gehen jetzt mit dem etwas komplizierteren Shortcut Umschalt und F4 auszuwählen. Und das geht ja auch, ist ja eigentlich kein Problem. Der ging vorher auch. Es gab für jedes Tool zwei Shortcuts, zwei Tastaturkürzel. Jetzt gibt es für dieses Werkzeug hier nur noch einen, nämlich Shift F4. Genau, und das X ist für das Formerstellungswerkzeug reserviert. Dann, Achtung, die Erweiterungen wurden zum einen ein bisschen umsortiert und zum anderen auch teilweise etwas umbenannt. Das heißt, wenn ihr irgendwelchen Tutorials folgt, dann kann es sein, dass ihr die Erweiterung nicht mehr genau an der Stelle findet, an der es beschrieben ist, oder dass sie vielleicht auch leicht anders heißen. Es sind alle Erweiterungen aber noch da. Es ist nichts verschwunden. Es kann aber sein, dass ihr ein bisschen suchen müsst. Genau. Also zum Beispiel heißt, glaube ich, zum Beispiel sind in die Kategorie Text ein paar Dinge gewandert, die da vorher nicht drin waren, die da aber inhaltlich viel besser reinpassen. Zum Beispiel war der Hershey-Text vorher in der Kategorie Rendern und PDF-LaTeX war, glaube ich, weiß ich nicht, auch in Rendern oder so. Das hat ja aber sehr viel mehr mit Text zu tun als mit allem anderen und ist deswegen hier in diese Abteilung gewandert. Und so sind auch ein paar andere Sachen gewandert oder umbenannt worden. Ihr müsst einfach ein bisschen genauer hinschauen. Das wird in der nächsten Version sogar noch ein bisschen einfacher, denn dann gibt es dann eine Erweiterungsgalerie, die geplant ist. Dann ganz wichtig, wenn ihr häufig mit Text zu Farb arbeitet. So, ich habe jetzt schön Text. Dann hat euch vielleicht irgendwann in der Vergangenheit mal die Änderung geärgert, dass wenn man Text in Pfad umwandelt, dass es einzelne Buchstaben gibt, die so dann später auseinandergezogen werden können. Also dass sich daraus eine Gruppe ergibt als Ergebnis. Jetzt ist es so, dass dieser Schritt rückgängig gemacht wurde. Also es verhält sich wieder wie früher und es entsteht tatsächlich beim Umwandeln von Text in Pfad ein einzelner Pfad. Pfad, Objekt in Pfad umwandeln. So. Und das bedeutet aber auch, dass ihr die einzelnen Buchstaben nicht mehr auseinanderziehen könnt, weil wenn die irgendwie überlappen, wird es miteinander vereinigt und gibt eine einzelne Fläche. Das hat wiederum einige Leute, die 1.3 verwendet haben, gestört. Und deswegen gibt es jetzt in der 1.3.1
Mal gucken, wann ich hier wieder ein Textobjekt habe. Da gibt es jetzt in der 1.3.1, die ich hier, also ich benutze hier den Release Candidate dafür, die Funktion tatsächlich den Text vorher aufzuspalten in einzelne Zeichen, sodass man dann den Text in Pfad umwandeln kann. Und dann kann man sie alle wieder auseinanderziehen, wenn einem das zusagt. Also, Achtung, das hat sich geändert. Dann gibt es einen neuen Algorithmus beim Löschen von Knoten. Und zwar versucht Inkscape selbsttätig, Moment, ich muss mal meine Ebenen einblenden. Wo ist mein... Ach, da unten habe ich es. Und zwar versucht Inkscape selbsttätig zu erkennen, ob ihr als Ergebnis eine Rundung haben wollt oder was Gerades. Und das kann manchmal in die Hose gehen. Früher war es so, wenn man Steuerung festhält, entsteht auf jeden Fall ein gerades Segment beim Löschen eines Knotens. Jetzt ist es so, wenn man einen Knoten löscht, dann macht Inkscape irgendwas. Entweder es rundet es ab oder nicht. In diesem Fall wird es nicht abrunden, sondern eine gerade Linie erzeugen. Und wenn man das nicht will, muss man rückgängig machen und den Knoten entfernen, während man Steuerung drückt. Und dann entsteht eine Rundung. Also, ja, muss man sich darauf einstellen. Es ist so, dass Inkscape da einen bestimmten Winkel hat, ab dem es Geraden und Rundungen macht. Dieser hier zum Beispiel, dieser Knoten wird zu einer Rundung, wenn ich den entferne. Und dieser hier auch. Wenn ich den entferne, bekomme ich aber eine Gerade. Also der Winkel zwischen den beiden Pfaden hier ist, also Pfadsegmenten ist entscheidend dafür, wie das Ergebnis ist und wie Inkscape rät, was man bekommt. Dann wichtig zu wissen, wenn ihr Erweiterungen benutzt von Drittanbietern, ist es tatsächlich so, dass einige Änderungen in der Erweiterungs-API gemacht worden sind und ihr diese ja, und ihr bei den Erweiterungen möglicherweise irgendwelche Fehlermeldungen bekommt oder Warnungen, dass Teile des Erweiterungscodes veraltet sind, dann wendet euch bitte zur Behebung an den Hersteller der Erweiterung, damit der sich kümmert. Ansonsten sind auch ein paar Sachen dazugekommen, zum Beispiel für Führungslinien und für Seiten, die mit Erweiterungen jetzt besser angesteuert werden können. Dann gibt es jetzt in der 1.3 wieder eine dauerhaft sichtbare Einrastleiste, was ihr hier bei mir auch schon seht. Ich habe mir die angemacht, weil ich die gerne haben möchte. Das könnt ihr in den Einstellungen machen. Entweder ihr habt das, das Einrast-Popover. Mal gucken. Einrasten-Kontrollleiste. Genau, die könnt ihr auf vereinfacht, auf fortgeschritten oder auf permanent stellen. Permanent ist diese alte Form sozusagen hier als Leiste. Und wenn ihr auf vereinfacht geht, dann habt ihr hier mehr Platz. Aber das Einrasten ist hier oben hinter diesem Ding versteckt. Und dann gibt es nur noch irgendwie drei Möglichkeiten. Wenn ihr auf fortgeschritten geht, habt ihr deutlich mehr Möglichkeiten. Und wie gesagt, ihr könnt sie euch aber auch wieder bearbeiten, Einstellungen, Einrasten an die Seite holen und sie dann dauerhaft da haben. Dann gibt es einen praktischen Vorschau-Modus. Da habe ich schon mal was vorbereitet. Und zwar ist der Vorschau-Modus dafür gedacht, dass ihr sehen könnt, wie euer Dokument dann später aus dem Drucker kommt. Das heißt, wenn ihr Objekte hier so randabfallend anlegt, das heißt, die über den Rand der Seite gehen, das hier ist eine Dokumentseite, dann könnt ihr euch eine Vorschau anzeigen lassen, ohne all diese komischen Anfasser und ohne alles von eurem Dokument. Und wir machen das mal. Ich drücke dafür F. Und jetzt könnt ihr sehen, so würde diese Seite aussehen, wenn man sie druckt. Ihr könnt währenddessen tatsächlich sogar noch bearbeiten. Und wenn ihr die Taste F loslasst, dann
seht ihr wieder alles, so wie es tatsächlich ist. Solltet ihr mal vergessen, wie dieser Vorschau-Modus aufzurufen ist, könnt ihr hier an dem kleinen Display-Knopf euch die Ansichtsoptionen anzeigen lassen. Zum einen hier diese Tastaturkürzel, das Klicken hier drauf bringt übrigens nichts. Das sind einfach nur Hinweise. Und ihr könnt auch auf relativ zügige Art und Weise den Ansichtsmodus ändern. Zum Beispiel kurz auf Umrissüberlagerung gehen oder Filter ausmachen oder dünne Linien verstärken, wie es euch beliebt, um schnell mal eben die Struktur eures Dokuments besser zu durchschauen. Ja, was gibt es noch? Es gibt jetzt hier in den Linealen einen Indikator, zum einen für die aktive Seite. Ihr seht, die aktive Seite geht von hier bis hier. Was daran liegt, dass es diese hier ist im Moment. Dann, wenn ihr ein Objekt auswählt, dann wird euch hier so ein blauer Balken angezeigt. Das heißt, ihr könnt ganz genau sehen an den Linealen, wo eure Objekte sich befinden, von wo bis wo die gehen, ohne dass ihr irgendwie hochscrollen müsst und die peilen und so. Sondern es wird euch angezeigt. Das könnt ihr in den Einstellungen noch weiter einstellen. Ich glaube, man kann das ganz ausblenden, diese Objektanzeige, wenn einen das stört, dass es da immer hin und her flitzt, wenn man Objekte bewegt. Ja, genau. Und es gibt die Möglichkeit, die Dokumenteinheit, also die Anzeigeeinheit, besser gesagt, hier an der Leiste auch direkt einzustellen mit einem Rechtsklick. Könnt ihr euch also zum Beispiel euer Dokument auf Millimeter, Pixel, Zentimeter, was weiß ich, verstellen, damit ihr sehen könnt, wie groß das auch wirklich ist. Und dann wechseln alle Einheiten hier in den Einheitenfeldern und im Lineal wechselt es auch. Dann mal gucken, 21, genau. Dann seht ihr, dass es jetzt hier der Ursprung, die Null des Dokuments, tatsächlich immer auf der aktuellen Seite liegt. Das gilt auch fürs Gitter. Das heißt, wenn ihr ein Gitter euch einblendet, dann ist auch der Ursprung des Gitters immer hier oben links in der aktuellen Seite. Das heißt, wenn ihr die Seite wechselt, wechselt auch die Gitterausrichtung. Das muss man wissen. Kann man aber auch in den Einstellungen abstellen. Dann wurde die Befehlspalette etwas verschönert. Und zwar muss man jetzt nicht mehr scrollen, um alles zu sehen. Und ich habe jetzt gerade mal die Fragezeichentaste gedrückt. Das dauert ein bisschen. Und da könnt ihr die verschiedenen Befehle jetzt sehen. Und ihr könnt euch auch kopieren, wie der Befehl heißt, falls ihr das auf der Kommandozeile verwenden möchtet. Oder euch das auf Englisch anzeigen oder was auch immer. Genau, und dann könnt ihr hier den Befehl auswählen und dann anwenden aufs aktuelle Objekt. Der XML-Editor kann jetzt die Syntaxfarbe hervorheben. Und zwar sieht das jetzt ein bisschen schicker aus. Es gibt sogar verschiedene Themes dafür und man kann sich auch die Schriftart dafür aussuchen. Das geht alles in den Einstellungen. Ich raste da jetzt ein bisschen durch, damit ich das noch abgehakt kriege. Achso, außerdem gibt es da noch eine Option, Pfad, den aktuell ausgewählten Pfad zu runden, so auf aktuell auf eine bestimmte Anzahl von Stellen. Oder ja, genau, die Schriftart zu ändern. Dann gibt es die Möglichkeit, die Inkscape-Oberfläche insgesamt nochmal etwas nachzustylen, indem man eine User-CSS-Datei sich anlegt und dort das entsprechende Styling im CSS für GTK-Anwendungen. Ihr braucht möglicherweise den GTK-Inspektor, um tatsächlich zu wissen, wie ihr die einzelnen Elemente ansteuern müsst. Das ist also nichts für Leute, die mal eben irgendwas ändern möchten, sondern für Leute, die wirklich sich da reinknien wollen. Könnt ihr damit tatsächlich aber eure Inkscape-Oberfläche nach euren Vorlieben gestalten, ohne gleich das gesamte Theme zu ändern.
sondern eben nur einzelne Teile des Dings. Ja, dann. Maren, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja. Ja? Hier ist eine Zuschauerfrage aufgekommen, ja. Und zwar vom Stefan. Hallo Maren, ich habe eine Anfängerfrage. Wenn du mit deiner Vorstellung der neuen Features durch bist, was mich zur Verzweiflung treibt, ist, dass Inkscape die Strichstärke verändert, wenn ich zum Beispiel ein Rechteck von 10 mm mal 60 mm auf 15 mm mal 50 mm ja. resize. Wie viel dafür kannst ich du die Strichstärke ganz, ganz einfach Objekt? Das ist sogar ohne das Ende zu hören, sorry für die Unterbrechung. Das ist ganz einfach zu beantworten. Klick hier drauf. Also Auswahlwerkzeug, oben rechts, erstes Feld von den vieren hier. Deaktivieren, fertig. Dann wird die Konturstärke nicht mit skaliert. Kannst du auch für die Ecken deaktivieren, wenn du möchtest. Und wenn du willst, auch noch für Farbverläufe, dann verschieben die sich nicht mit. Aber das würde ich jetzt nicht aktivieren, deaktivieren. Also die meisten Leute wollen das tatsächlich, aber wenn du irgendwelche technischen Zeichnungen machst, einfach da draufklicken, fertig. Okay, dann kommen wir kurz zum nützlichen Kleinkram. Einfach nur als Übersicht, weil wir sind schon fast durch. Es gibt die Möglichkeit, Dinge auf der Seite einzufügen. Das heißt, wenn ich von einer Seite hier die Unterschrift zum Beispiel auf die andere Seite kopieren möchte, dann kann ich hier unten die Seite wechseln. Also ich kopiere das mal, mache das einfach mal kopieren. Nächste Seite, Rendering-Fehler. Jetzt bin ich auf Seite 5 und dann gehe ich über Bearbeiten, Einfügen, an gleicher Stelle auf der Seite einfügen und dann kann ich zum Beispiel so Sachen wie für meinen Talk hier die Hintergründe oder für irgendwelche Bilder, die Unterschriften oder Wasserzeichen oder was ihr nicht habt, an genau derselben Stelle auf der nächsten Seite nochmal einfügen. Das ist durchaus praktisch. Dann gibt es jetzt tatsächlich einen Absturzdialog, der auch euch Informationen bietet, die ihr für das Erstellen eines Fehlerberichtes braucht. Zum einen nennt er euch den Link, wo ihr euch hinwenden müsst, und zum anderen gibt er euch einen ganzen Haufen an Salat sozusagen. Absturz. Wir können das ja mal eben auslösen, Absturz erzwingen. Es gibt jetzt auch eine tolle neue Funktion, die wurde eingeführt, damit man den Absturzdialog auch testen kann. Genau. Und der sagt euch jetzt, wo ihr euren Absturz berichten sollt. Und der sagt euch auch, was ihr da mitliefern sollt an Informationen. Und das kopiert ihr dann einfach und fügt das in euren Fehlerbericht ein. Und gleich schließt Inkscape und ich starte es nochmal neu. Dumm, die dumm, die dumm. Die Datei ist groß, es wird eine Sicherheitskopie geschrieben. So und schwupp. Genau, kommt. Da ist es wieder. Das da hätten wir gern. So und schon sind wir wieder da. Genau. Also, das ist recht praktisch. Und wenn euch Inkscape abstürzt, gibt es auch tatsächlich ein Notfall-Backup. Und dieses Notfall-Backup, also das gab es ja schon immer, aber das sieht man jetzt auch im Willkommensdialog. Gleich kann man direkt auswählen, damit eingeblendet. Und dann kann man von dem Backup aus starten, wenn man das lieber möchte, als von seinen Sicherheitskopien. Dann gibt es neu eine Funktion zum Wiederholen der aktuellen Transformation. Das heißt, wenn man ein Objekt zum Beispiel dreht oder machen wir was anderes, wenn man es skaliert. So. Ich mache dieses Objekt kleiner um einen bestimmten Betrag. Dann kann ich das auch auf dieses Objekt nochmal anwenden. Und zwar Fragezeichen, dauert, lädt, Moment. Genau.
Und jetzt suche ich nach Transform. Oh, ein S zu viel. Formation. Und die zuletzt benutzte Transformation auf Auswahl anwenden. Wenn ich das mache, dann wird dieses andere Objekt genauso skaliert wie das erste zum Beispiel. Oder das geht auch mit Drehen, mit Verschieben. Es gibt auch eine Möglichkeit, dass man das dupliziert und transformiert. Probieren wir das mal. Also ich nehme dieses Objekt und dupliziere das und ziehe das vielleicht nach hier. Und jetzt kann ich mit der gleichen Funktion, wo ist hier Transformation, na, müssen wir nochmal suchen. Transformation gibt es duplizieren und transformieren. Oh, ja, genau. Und dann wird dieses Objekt nochmal dupliziert und die gleiche Transformation wird nochmal angewendet. Und das kann man jetzt beliebig oft anwenden. Und nochmal. Und wenn ihr wollt, könnt ihr da auch ein Tastaturkürzel drauflegen. Und dann könnt ihr zum Beispiel solche Treppen anlegen, ohne dass das irgendwelche größeren Schwierigkeiten macht. Genau. So, dann gibt es eine Funktion, die aktuelle Auswahl zwischen speichern und abzurufen. Das könnt ihr auch über die Befehlspalette abrufen. Die heißt irgendwas mit Zwischenspeichern. Ihr sucht nach Zwischensp und dann findet ihr das. Dann ist eine wichtige Änderung noch, dass beim Entgruppieren von ausgeschnittenen oder maskierten Objekten jetzt die Masken standardmäßig auf die aufgelösten Gruppenelemente übertragen werden. Das heißt, wenn ihr vorher Gruppieren oder Gruppe auflösen verwendet habt, um schnell irgendwie massenhaft Masken zu entfernen, dann funktioniert das leider nicht mehr. Dafür gibt es aber eine Einstellung, falls ihr das so angewendet habt, dass ihr das auch wieder deaktivieren könnt. Genau. So. Dann Sonstiges. Das lese ich jetzt nur noch vor, weil nur noch 4 Minuten über sind. Und zwar wurde die Performance verbessert. Es wurde der PDF-Import komplett neu geschrieben. Und zwar könnt ihr jetzt, wird jetzt das CMYK-Info aus importierten Dateien beibehalten, damit man die dann weiternehmen kann in Scribus. Und Scribus kann diese Art der Zwischenspeicherung der CMYK-Informationen verarbeiten. Es werden Render und Anschnitt, man kann mit importiert, man kann sich die Mediabox aussuchen. Es werden PDF-Ebenen berücksichtigt. Es werden detaillierte Informationen gegeben zu den Schriftarten im PDF, ob die vorhanden sind, ob die ersetzt werden, was Inkscape damit anstellen soll. Es gibt tatsächlich experimentelles Rendern mit OpenGL, also über die Grafikkarte. Das funktioniert aber momentan nur mit Wayland. Und vielleicht in der Zukunft auch nur mit Wayland, das weiß ich nicht. Aber unter anderem, also es funktioniert auch nur unter Linux und nur unter Wayland. Das heißt, es ist ein bisschen eingeschränkt. Ich kann das zum Beispiel hier nicht verwenden, weil ich XFCE als Desktop-Oberfläche habe und nicht Wayland. Der HPGL-Import wurde verbessert, der XAML und der DXF-Export, falls euch das als Maker irgendwie wichtig ist. Die Kommandozeile kann jetzt Befehle auch aus einer Textdatei lesen, die ihr entsprechend vorbereitet. Und es können auch Befehle in die aktuell laufende Instanz injiziert werden. Das ist zum Beispiel wichtig für einige Erweiterungen. Es gibt eine, die macht Animationen und damit kann man dann in Inkscape auch Dinge ein- und ausblenden. Und ja, genau. Dann, falls ihr Admin seid, wird euch das interessieren. Wenn ihr in einem Makerspace seid zum Beispiel, könnt ihr geteilte Ressourcenordner verteilen. Das heißt, verschiedene Benutzer oder verschiedene Systeme können den gleichen Ressourcenordner verwenden, wenn ihr den irgendwie übers Netzwerk oder über eine Cloud einbindet. Und da könnt ihr so Sachen ablegen, wie häufig benutzte Erweiterungen, die für euren Makerspace relevant sind oder Filter, Muster, die ihr häufiger verwendet.
Das, ja, ist ganz praktisch. Dann wollte ich euch ans Herz legen, dass ihr nach Möglichkeit die 1.3.1 installiert und nicht die 1.3 erst, wenn ihr, wenn sich euch die Frage stellt. Die gibt es offiziell ab 18. November. Da wurden sehr viele Fehler und sehr viele Abstürze behoben und deswegen würde ich euch die absolut empfehlen. Und dann hätte ich euch jetzt noch was über Pläne erzählt. Ihr könnt es hier lesen. Im Moment wird an GTK 4 gearbeitet, an Objektattributen, an Galerien für Erweiterungen und Filter, an Dithering für alle. Im Moment nur verfügbar für Linux ab einer bestimmten Cairo-Version. An Rendering über die Grafikkarte mit OpenGL und auch an CMYK wird gerade gearbeitet schon. Und dann, es ist exakt 16:35 und ich möchte euch danken für eure Aufmerksamkeit, möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass wir am 18. diese Party haben, dass ihr alle herzlich eingeladen seid und dass ihr bitte auf unseren Social-Media-Kanälen, wenn euch das interessiert, schaut, um welche Uhrzeit das genau anfängt am 18. und ob es da was gibt, was euch interessieren mag. Und genau, dann noch einmal kurz zu den Credits. Die meisten Bilder hier, die ich hier verwendet habe, kommen von FreeSVG. Ich habe die ein bisschen nachbearbeitet. Die stehen unter CC0-Lizenz, sind daher unproblematisch. Und der ganze Vortrag als Ganzes steht unter CC BY SA 4.0. Und ich habe ihn in Inkscape 131 RC erstellt. Genau. Und dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt einen schönen Tag und der Fragenraum ist, glaube ich, auch gleich noch offen, wenn ich das so richtig erinnere an das, was ich mit Jean da verabredet habe. Puh. Okay. Liebe Regie, ich habe da.